Da muss ich die, ja, aber es läuft nicht. Krogmann, ja. Krogmann. So sollte eigentlich jetzt gehen. Aber ich muss die App nochmal minimieren, weil ich muss das jetzt teilen, was du da machst. Ja, okay, mach das. Die 10 Sekunden. Die 10 Sekunden, die brauchen wir. Vier Leute schon. Moin. Ich muss kurz das Programm nochmal minimieren, weil ich muss die Story teilen von Ronny. Hast du schon hoch? Nee. Ist ganz gleich. Ja, warte. Warten Sie. Da, der Kreis. Ja, jetzt. Alles klar. Ich minimiere. Ich muss kurz erst lesen, ob das hier klappt, Chat. Und Ronny. Vier Leute. Null Verbindung steht hier. Null. 30. Jetzt 30. Jetzt mache ich noch WLAN aus. So. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und hier nicht stören auch an. Ja. Jetzt aber. Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt geht es. Renki schreibt, jetzt geht es. Okay, dann drehe ich jetzt die Kamera um, damit ihr uns seht. Mal gucken, ob es klappt. Warte, so hier so hin. Warte. Guck mal. Guck mal, siehst du was? Das ist geil. Man sieht von hier, ja. Bis. Ja. Ja. Perfekt. Ja, geil. Hey Leute, Ronny Berger ist hier am Start. Yo. Für euch exklusiven fünf, die schon da sind, finde ich richtig geil. Wir wollen nämlich heute frühstücken und ehrlich gesagt, die Woche war anstrengend, ne? Schon, viel passiert. Passiert. Wir brauchen jetzt ein gutes Frühstück. So ein Kraftfrühstück. Ich weiß nicht, vielleicht ein trockenes Brötchen oder so, was man da so nimmt. Also, ja, gute Idee. Was isst du denn so morgens? Also normalerweise bin ich so, also ich habe entweder Brot, so Brot. Brot ist mega, ey, der Typ. Brot mit Frischkäse, Gemüse. Ja. Und was hast du letztens noch? Kräuterquark? Nee, Tzatziki hattest du letztens, als ich dich eingegabelt habe in Hamburg. Da hattest du so einen Becher ekelhaften Tzatziki dabei, weißt du noch? Ja, da hast du bei mir im Auto Tzatziki gefressen. Das war richtig widerlich. Ach ja! Ja, das ist mein Tour-Snack. Wenn ich auf Tour bin, dann in Aldi und dann irgend so ein Dip, eine Paprika, ja. Und dann irgendwelche aus dem Gebäckschrank so Sachen und dann kann man die Sachen dippen und auch die Paprika kann man dann so dippen in diesem Dip. Ist auch geil. Habe ich nichts gegen, kein Problem. Jetzt habe ich hier so eine App, pass auf, die heißt Chatzen. Ja, Chatzen. Das ist so eine Chat-App. Ich drücke jetzt hier auf Plus und dann. Ach, du kannst verschiedene Krug, Chats. Mann. Ach, kannst du verschiedene Chats dann gleichzeitig checken? Genau. Du kannst alles überblicken. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich hier in der Chat. Siehst du da gar nichts los, siehst du? Hallo, moin. Hallo, guten Tag. Huch, es gibt Frühstück. Ja. Yo, Leute. Ja, was geht ab? Was ist los, Ronny? Grüße von Foxy soll ich dir ausrichten. Foxy, ist Foxy schon da? Nee, sie hat mir eine Nachricht geschrieben. Ja, gerade. Foxy ist super. Zollspezial, Foxy, das sind die Leute, kenne ich von dir. Ich liebe euch. Wirklich, ihr seid einfach Ehre. Moin, ihr Chaoten. Hallo, wer ist wach? Ey. Freitag, ist es für alle Freitag heute? Ey, hier viele Leute am Freitag. Hier vor uns, man kann das mal beschreiben, da ist gerade ein Herr, der bläst das Laub weg, obwohl gar keine Laubsaison ist, aber... Das stimmt. Aber er bläst einfach nichts weg, aber es ist okay. Er bläst einfach so in die Erde rein, ja, und so ein bisschen Erde auf. Dabei, das ist das Geilste. Ja, so einhändig bläst er mit der anderen. Ja. Ey, gut, für ihn ist Freitag. Und vor uns, Leute, ist einfach ein Bürgersteig. Aber Menschen drücken auf so Stäbe und dann kommt ein Aufzug hochgefahren. Es ist unglaublich. Auf einmal stehen da Leute, drücken auf den Knopf und dann kommt so ein. Und dann kommt auf einmal ein Aufzug aus dem Boden rausgefahren. Ich schnall's auch nicht. Also die Kernfrage, die wir uns jetzt noch stellen müssen, ist: A, wo essen wir was? Was reicht uns? Mhm. Hast du eine Idee, wo wir frühstücken sollen? Du da draußen. Du von den lustigen 20, die jetzt da sind. Hast du einen Plan, wo wir frühstücken sollen?
Sonst fahre ich einfach. Ich fahre einfach sonst, weißt du was, ich fahre sonst Richtung Stadtpark und da suchen wir uns einfach was. Okay, einfach mal los. Einfach mal los. Du hast den Chat, Ich hab den hier bei McDonald's. Räudig ist es. Nicht wo, aber was? Ein Franzbrötchen. Ja, magst du auch, ne? Ja. Oder bist du kein Zimtfreund? Ultra. Ultra Zimtfreund. Ich bin quasi ein Zimtbro. Ey, das klippe ich raus. Mag Ronny Bergers Zimt, also Franzbrötchen, mag er Zimt? Ultra. Geil, Alter. Ey, ich kann nicht losfahren, das ist zu schön mit dir. Ich bin gelähmt. Ja, dann lass einfach doch so. Ich hab was im Kopf. Was hat es mit diesem Aufzug auf sich? Erstmal ganz ehrlich. Ich würde es so gern zeigen, aber also, es ist so, jetzt hat die da so Wegen rausgeholt aus dem Aufzug. Ja, wirklich. Auf einmal vielleicht seht ihr es gleich im Vorbeifahren. Aber sie sieht auch ein bisschen unzufrieden aus, muss man sagen. Ja, sie denkt sich auch, Mann, ist dieser Freitag endlich. Also sie möchte auf gar keinen Fall gefilmt werden. Also auf gar keinen Fall, das sieht man. Aber von hinten. Jetzt guck mal. Ja, jetzt guck mal. Man hat es nicht gesehen, glaube ich. Aber sie wollte wirklich auf gar keinen Fall gefilmt werden. Du hast sie geguckt. Das will ich schon. So. Ja. So auf gar keinen Fall. Ja. Hier, jemand schreibt VJU in Wilhelmsburg oder Café Rosa in der Nähe vom Wildpark, kann ich empfehlen. Wildpark, hört sich aber weit weg an. Wildpark Schwarze Berge ist richtig schön, aber ist wirklich weit. Aber ist wirklich ultra schön. Aber dafür, so viel Zeit haben wir heute nicht. Das ist heute nicht so ein Classic Ronny Berger Stream. Das ist nicht so ein Ganztagesstream. Das ist mehr das so. Ist ja auch ein Krogi-Stream. Die sind sehr kurz und uninformativ. Kurz und ununterhaltsam. Nein, wir machen wirklich eine kurze Frühstücksrunde, weil Ronny und Berger und ich, wir haben festgestellt, Ronny, wir sind Freunde. Oh, hier, guck dir das an! Hand drauf! Wir sind Freunde, wir treffen uns jetzt einmal zum Frühstücken, um diesen Tag schön zu beginnen, weil du bist ja auch gar nicht mehr so lange in Hamburg. Ja, heute fahre ich wieder. Ja. Und ich habe mir was Lustiges überlegt. Ich habe, seit ich Fame bin, habe ich kein Blabla-Car mehr benutzt. Okay. Und weil ich habe seitdem Angst, wenn ich dann da drinnen sitze, bist du nicht der? Nein. Und dann bin ich mit denen gefangen. Und dann wollte ich mir aber gestern ein Zugticket für heute kaufen und die haben mit Bahncard 50, 100 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, heute ist der Tag. Heute gehe ich ins Blablacar. Heute gehe ich rein. Ich bin Bonnie Reagas. Ich bin Johnny, was ist los? Johnny Reagas, was ist los? Und ich fahre da einfach heute mit und ich hoffe, insgeheim eigentlich hoffe ich mich, dass jemand erkennt, also total merkwürdig und ganz unangenehm und awkward wird, da habe ich eine richtig geile Story. Heute bist du so gewappnet, ja? Ja, ich bin bereit. Heute hast du die Rüstung an. Ich bin bereit, was zu erleben. Heute. Oh, moin Leute, Kategorie ist noch Musik. Wird Ronny singen? Ey, das gibt's denn niemanden, der bei mir moderiert? Keiner bei mir moderieren und das ändern. Also ich habe nette Menschen, die das tun, aber nur sehr wenig. Ja. Ich kenne das auch. Hör dich doch mal reden. Das ist dieses, kennst du dieses Denken und Regen gleichzeitig? Ja, ich kann es nicht. Ich kann nichts parallel, wirklich. Nee, auch nicht, gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ja, es ist das. Ich, wenn ich sowas am Handy mache, ich muss dann stehen bleiben. Ja, ich eigentlich... Lass es stehen bleiben. Also ich fahre jetzt... Vielleicht kommt noch ein Mod. Ah ja, das ist gut. Bei BlaBlaCar erlebt man viele witzige Sachen. Ja, ich hoffe. Ja, ey, wo seid ihr gerade? Also, um genau zu sein? Also ganz genau, Wandsbek. Wir sind in Wandsbek. Ja. Wir sind in Wandsbek und fahren gerade Richtung Innenstadt, Richtung Stadtpark. Eigentlich müssen wir Ausschau halten, ne? Oder? Ausschau. Ausschau ist das richtige Wort. Hier, Teehaus Schiller. Ja. Ja gut, die haben nur Tee. Scheiße. Und den muss man auch noch zu Hause brauen, den Tee. Nee, wir brauchen sowas. Ich will mit Karte zahlen. Das muss gewährleistet sein. Ja. Mit Karte zahlen. Und dann muss ich dafür was zu essen bekommen. Ja. Was ist. Gucken wir mal. Ja. Oder? Ja, und also, man sagt ja, als ich damals mit Zeus und Foxy hier war in Hamburg, da hat der Chat mir gesagt: Yo, Franzbrötchen ist ein Hamburger Ding. Ist auch so. Das ist hamburgisch. Und dann wurde mir aber gesagt, ja, aber nee, nicht da, nicht überall, wo ich weiß, nein, nicht das, das ist kein richtiges. Ach, das ist Quatsch. Und
Und ich suche nach dem richtigen, so ein saftiges, so ein krasses. So ein saftiges Franzbrötchen mit so, Zimt! Mit so saftigem Zimtsaft. Und gibt es das? Ist das oder ist das ein Mythos? Ist das die Legende von dem originalen Franzbrötchen? Nein, den Zimtsaft gibt es überall. Hamburg ist auf Zimt, steht auf, ist eigentlich Venedig. Bloß, dass hier die Flüsse mit Zimtsaft gefüllt sind. Ah, weißt geil, du? Das, ja. Weißt du? Und das kommt alles aus der großen Zimtstange. Ey, wann bist du das, apropos Fluss, wann bist du das nächste Mal in Tübingen? Ja, weiß nicht. Bald halt, Ronny. In Tübingen ja? Gibt es einen Fluss auch, das ist der Neckar. Ja. Aber der ist ganz flach. Das heißt, es gibt da Gondolieris, die mit so Stocherkähnen im Sommer da durch die Gegend fahren. Und ich kenne Leute, von denen kann man sich auch dann selber einen Schacherkahn ausleihen. Hey, und dann kann man den selber fahren. Da möchte ich dabei sein. Dann können wir den selber fahren. Ja, bitte. Wir sind doch jetzt super Freunde. Ja. Ja. Das wäre cool. Ey, Ronny, zur Not fahren wir jetzt auf die Reeperbahn und essen in so einen ganz schäbigen, schäbigen Rockerladen. Ja, ja. So, und dann so, irgendwie so eine Pommes. Ja, so ganz schäbig. Ja, geil. So ganz räudig. Ja, wäre ich auch ultra am Start. Ultra am Start. Ultra am Start. Ich bin ultra Zimt ultra und bin ultra am Start. Was hier passiert? Leute, was geht ab? Auto wie wurde gesagt, ich soll nicht einschalten. Ganz genau, richtig. Ja, ist so. Schalte ein. Wirklich, wir sind ja. Normalerweise kennt ihr Ronny Berger von seinem Kanal, Ronny Berger. Aber es ist der echte. Es ist der echte, weil wir gehen heute frühstücken. Wir gehen zum Planetarium, da kann man doch auch frühstücken. Okay, krass. Da kann man in dem Planetarium? Ich glaube, man kann in dem Planetarium. Weil im Planetarium ist nicht so gutes Internet. Ich war da. Ach, du warst da letztens schon, genau. Ah ja, dann lass uns da nicht in die Wasser schon. Aber auf dem Balkon, also ganz oben auf der Terrasse, wo man die Aussicht hat, da ist gutes Internet. Aber da ist halt kein Frühstück. Nee, aber davor ist euch Frühstück. Aber das ist natürlich lame, wenn du da schon warst. Die Leute müssen was Neues sehen. Okay. Du musst was Neues sehen. Ja, ja, ultra. Safe. Bro. Das war auch. Ich war wirklich auch diese. Ich habe diese Woche zwei Begrifflichkeiten sehr doll oder sehr oft gehört. Das ist einmal safe. Ein Mensch hat mir. Bei den jungen Leuten oder? Bei den reichen Leuten natürlich. Ja. Bei diesen reichen Online-Leuten. Ja, bei den reichen Online. Die sagen immer safe. Internet-Sachen ja, machen. Genau, immer safe. Die sind safe. Dann so cool und jung, tragen coole Klamotten und sagen, ey, safe, lass es machen, safe. Alter, es ist safe klar, dass ich fahre. Es ist safe klar. Die reden so ein bisschen, wie Papa Platte. Die, aber er ist so, das macht das so real, er hat das erfunden. Ja, und genau. Die machen das so, weil die jung sein. Genau, also da habe ich auch gar kein Problem. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Leuten. Also ich habe wirklich mit gar keinem Problem. Ich glaube, du kannst, mir reinsetzen, wen du willst. Wenn er nicht gerade ganz komisches Gedankengut in sich trägt, habe ich erstmal aber. Grundsätzlich machbar. Also grundsätzlich bin ich jemand, ich muss erstmal ein schlechtes Bild von der Person bekommen, weißt du? Also ich glaube erstmal nicht alles, das meine ich. Ja, ultra safe, bro. genau das, dieses, man hört immer Sachen, man muss ja immer ein eigenes Bild machen, finde ich auch. Genau. Weil was man hört, ist auch immer nur die halbe Geschichte. Ja, exakt. Ja. Safe. Ey, tut mir leid, Leute, ich habe den Chat und ich bin dafür verantwortlich, dass ich euch gerade die ganze Zeit überlese. Es gibt die Leute, die schreiben rein und wir labern hier. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Ja. Guck mal, Menschenfreund, genau das. Ich kann euch Schweinske empfehlen, da kann man gut frühstücken. Aber gibt es da nur Schwein? Also ein Schwein zum Frühstück muss ja nicht sein. Nee. Ich meine, was ist mit Grand Café Baklava? Ja, das halt, sieht geil aus. Das sieht richtig geil. Da muss ich wenden und parken. Schaut euch das. Vielleicht haben die. Oder Baklava. Ja, okay. Mega. Ja, ich muss hier irgendwo parken. Ich fahre jetzt in dubiose Seitenstraßen, okay? Polizei ist schon da, perfekt. Frag mal, ob er Mutterland kennt am Hauptbahnhof. Ja, kenne ich. Da gibt es sogar super leckere Franzbrötchen. Ja, kenne ich. Aber Hauptbahnhof? Weiß nicht. Wir sind quasi da. Ach so. Also wir sind, wie heißt denn das? Leute, wie heißt denn der Stadtteil am Hauptbahnhof? Der eine, ein bisschen, wie soll ich sagen, der shady Stadtteil am Hauptbahnhof. Wie heißt der nochmal? Da bin ich gerade. Der mit den zwielichtigen Handyläden. Ja, und den ganz vielen Barbieren. ja. ihr wisst schon. Ein Muster. Ja, wir packen hier. Wir gehen jetzt hier irgendwo. St. Georg. Ah. Ja, Moinikowski, hallo Johanna. Moinikowski, Johanna, was geht ab? Hammer. St. Georg, ja, ihr wisst es, Leute. Ihr wisst okay, es. Dann packe ich jetzt in St. Georg, okay? Okay. Leute, ist das okay für euch? Das Auto wird weggetragen, safe. Und jetzt dann Kategorie und dann, wenn wir halten. Warte.
Kannst du die Kategorie dann wechseln? Ja, da muss ich nur kurz die App minimieren, ne? Dann haben alle. Also kurz Minimation geht's ja. Bei der App. Das ja. Ist der Prism, ne? Ja, ist Prism. Kurz geht's. Warum ist der gefahren? Der hat rot. Ist der komplett krank? Hast du das gesehen? Warte, der ja? Der ist komplett bei rot gefahren und das war ultra knapp gerade. Der hat fast einen Unfall gebaut. Ja. Also ich glaube, der hat einfach gedacht, also das kenne ich auch, wenn die rechten Spuren fahren können und du so ein Gedanken bist, die fahren alle, denkst du, oh ja klar, aber es ist falsch. Das ist halt falsch von ihm. Muss man aufpassen. Man sollte immer aufpassen im Straßenverkehr. Egal. Also sagen ist Sie, gefährlich, Autofahren. Ist so. Hier ist Teheran übrigens. Okay. gestern bin ich zu Fuß gelaufen und habe ich gedacht, das ist ja auch gefährlich. Ja. Ich bin zu Fuß gelaufen und dann über einen Parkplatz. Und dann hat mich ein Typ fast überfahren, der einfach da so durch den Parkplatz gefahren ist, aber halt geguckt hat, wo er hinfahren will, aber nicht, dass sowas vor dem Auto ist. Und dann bin ich da so lang und er, aber es war so ein Flow, es hat sich nicht gefährlich angefühlt und er hat einfach so halt 10 cm vor mir gehalten. So, wir haben irgendwie beide gecheckt, es wird nichts passieren, aber es war im Nachhinein dachte ich mir, wow, hätte ich auch einfach weiterfahren können und das war natürlich einfach umgefahren. Ey, das ist alles, du musst immer aufpassen, Ronny. Du musst immer aufpassen, ja. Auch im Blabla-Car. Überall musst du aufpassen. Ja. Steig ist niemals. Ist schon mal was Schlimmes passiert in so einem Blabla-Car? Nein, nein. Wie du sagst. Nein, niemals. Da passiert nie was Schlimmes. Nein, das ist ja hier, da passiert gar nichts. Peace, Leute. Ey, Leute, wenn ihr mich ab heute Mittag nicht mehr seht, dann... Kann ich nicht in Prison direkt den Status ändern? Vielleicht. Komm, wir gucken mal. Hier? Ja. Und dann Musik da. Ja, geil. Und dann mache ich Just Chatting. Ja. Just? Das hätte ich ja auch in der Fahrt machen können dann. Ja, aber egal. Just Chatting. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Ich muss noch ein Parkticket kaufen. Okay. Da habe ich auch eine App für. Die gibt's eine App für? Ja, normal. Normal. Warte mal, oder können wir auch Automaten? Ja, aber ich habe kein Kleingeld. Ja, ich habe. Du bist rich oder was? Ja, guck mal. Ich war gestern im Planten und Blumen. Ja, Planten und Blumen ist Hammer. Und dann war ich aufs Klo. Ja. Ich habe mit 10-Euro-Schein Toilette bezahlt. Und dann habe ich das zurückgekriegt. Kleingeld. Was? Du hast... Ja, okay. Guck mal, krass, oder? Ja, okay. Ja, Hammer. Ja, dann lass uns dann... Ein Automat ist hinter uns. Sonst haben wir eben, weiß nicht, ein Stündchen oder so. Okay, ja. Komm, dann gehen wir da erstmal hin, dann müssen wir wieder zum Auto zurück. Ja, erstmal raus. Erstmal raus. Erstmal zahlen und dann zurück. Eins nach dem anderen. Ist so. Mann, ich bin nicht ganz am Start heute. Doch, bist du. Ja? Pass auf, da fahren Autos, Ronny. Siehst du, ich bin nicht am Start. Pass auf, da fahren Autos. Ah! Pass auf jetzt. Ja, Junge, ne? Ich muss aufpassen. Ah, hier ist der ganze Automat. Nee, das ist da ganz hinten. Oh, das ist leider weg. Deswegen, das ist da ganz hinten. Da müssen wir erstmal ganz hingehen. Jetzt kann ich die Kamera rumdrehen, ne? Hast du so ein Tripod? Klar. Okay. Ich bin Profi-IRL-Streamer. Hast du nie von mir gehört? Ey, du bist nicht nur, du bist auch deshalb Profi-IRL-Streamer, ja? Weil du hast das Ding, mit dem du dein Handy an der Autoscheibe festmachst, ja. Ist nicht wie das vom Navi, mit diesem einen Noppen. Wie geht das? Sondern das hat... Alter, wieso bin ich nie drauf? Ach so! Weil du hast das so gespiegelt. Ach so, ja. Sondern, das hat so... Aber das ist wirklich nicht so einfach. Das ist komisch, ne? Sondern es hat so... Dreh mal um. Ja, dreh mal auf den Kopf. Muss doch so. Gehen. Geht das? Hey, Leute. Jetzt ist für uns einfacher. Also, so ist besser ja, für ja. uns ein bisschen. Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht. Macht. Kann man das spiegeln? Und dann so? Ja, und dann wieder? Nee, geht. Oh, warte, okay. Kann man das spiegeln? Nee. Nee. Ja, dann drehen wir auf. Dann so. Und Leute, wer brechen muss, sorry. Worüber haben wir gerade geredet? Warte. Perfekter. Ich habe Halterung fürs Auto. Ah ja, genau. Richtig. Und deiner hat so 3 Saugknöpfe. Ja. Weil 3 sind besser als 1 Saugknopf. Ja, das hält dreifach so gut. Dabei halten die einfachen schon richtig gut. Ja. Richtig. Richtig dumm, oder? Egal. Ich habe gedacht, wenn man da was Schweres drauf. Komm, wir kaufen jetzt was. Ja, kauf. Achso, ja, hier. Okay, ja, ich zahle dich das. Also gibt man dann erstmal die Zeit an hier? Ja. Warte mal. Hier ist ja gar kein Kleingeld zu zahlen. Warte, ich habe ein Portemonnaie dabei. Ich zahle das. Ja, okay. Die Großstadt! Aber ich will nicht, dass die Bank mitkriegt, dass ich hier parke. Ich will nicht nachverfolgbar sein. So fängt es an. Das Ende des Bargelds. Das Ende der Freiheit.
Was ist gerade passiert, Ronny? Der Typ, der guckt uns und grinst uns an. Ja, weil er das weiß, weil er das auch fühlt. FBI. Er fühlt es auch. Okay, halt mal kurz, ich muss hier zahlen. Ja. Ich zahle jetzt. Wie viel wollen die haben? Ich mach das hier mal ein bisschen sauber hier. Ich hab da so einen Schutz drauf. Aber der ist voll angemockt. Ja. Ist egal. Jede Stunde, was glaubt ihr, was kostet jede Stunde? Was glaubt ihr? Habt ihr schon gesehen? Ein Euro ist zu wenig. So viel kostet das, da wo ich herkomme. Ja, was kostet eine Stunde? Was sagt er? Eine Stunde hier parken. Sag mal, Hauptmann, hier bitte war's? Nicht. 2 Euro, 2,50 Euro. Parkdauer wählen. Los. Bestimmt mehr. Weil das so eine ich parke hier eine Stunde Parkplatz ist. 5 Euro, sage ich. Ja, ne, 3 Euro. 3 Euro, okay. The Freezage war richtig. Wie spät haben wir es jetzt? Ey, hier gucken voll viele Leute zu. Du hast richtig viel Zuschauer. Ja, weil du Ronny Berger bist. Mich will hier keiner sehen. Es geht nur um Ronny Berger. Hey, chill. Nächstes Mal will ich mit Bargeld zahlen. Okay, Karte nehmen. Ne? Ich habe die eingesogen. Ich habe 4,20 bezahlt, ohne Scheiß. Glaubst du, dass es passiert, dass so ein Automat die Karte einsaugt? Ja. Ist das schon mal passiert? Nein. Ich kenne das aus Stories. Ja, bei die Bankautomaten. Ich habe das noch nie erlebt. Ich wollte sagen, seid ihr stolz? Ich habe 4,20 extra angegeben. Ey, wirklich. Nur für den Chat. Nur für euch. Für euch. Ich kenne euch doch, ihr kleinen Green Haze. Dudes und Dudettes. Weißt du, was abgeht? Das hier ist richtig shady, oder? Und diese Ecke hier? Ja. Geht. Abends, glaubst du, hier sind abends Drogendealer so? Ich hab dich hier gestern gesehen. Ja, aber Mann, der Side-Hustle läuft auch in Hamburg weiter. Was soll ich machen? Ja. Wie werden guter. Also, ich frage eigentlich viele Menschen gerade in der Zeit, was deren mexikanischer Drogenkartellname wäre. So als Idee, meiner wäre La Quenta. La Quenta? Die Rechnung, weißt du? Oh, ja. Ich bin La Quenta. Was ist dein mexikanischer Drogenkartellname? Ronny. Mr. Buenas Noches. Mr. Buenas Noches? Ja, weil wenn ich komme, dann ist erstmal gute Nacht. Dann heißt es erstmal Schicht im Schacht. Ey, dann gehen so die Untertanen, ne? Die kleinen Dealer, ja. Die müssen dann zum Chef und dann sagen, geh erstmal zu Mr. Buenos Noches. Ja, okay. Aber auch dann das Mister. Nicht Senor. Senor ist Mainstream. Weil du aus USA kommst. Genau. Du kommst ja aus USA. So, ich pack das jetzt hier hin. So, Ronny sagen. Wie lange haben wir Zeit? Ronny, Schmallippe. Wir haben 4,20 bezahlt, haben bis 11.03 Uhr Zeit, ja? Okay. Reminder im Chat, bitte. Ja. Aber da müssen wir ja, egal, das schaffen. Schon passiert, David Buggy schreibt, ist mir schon passiert mit dem Karte einsaugen, hab zu lange getrödelt, weil ich gequatscht habe, da war die Karte weg. Ja, und wo ist die dann? Die muss jetzt in der Kanalisation. Wenn man zu lange wartet am Automat, dann saugt er die weg. Ja, ich glaube, das ist so ein Safety-Ding anscheinend. So, dass das nicht irgendwelche anderen Leute nehmen, sondern der Automat will die. Der Automat will die haben. Der will die. Hier, Ronny, nimm mal deine Wertsachen hier. Komm, lass mal tauschen. Ja. Was brauchst du noch? Ja, Die klauen dir alles hier. Das Ding. Diese Tasche. Die klauen dir alles. Einfach so nachklappern, was Leute sagen. Die Leute. Die Leute klauen dir alles. So. Diese Tasche da. Diese hier? Ja. Ich brauch keine Jacke, oder? Nein, es ist ultra heiß. Merke ich jetzt erst. Ultra heiß. Ultra. Jetzt kommst du rein. Ja, ich nehme eine Sonnenbrille mit. Hast du eine? Nee. Aber dieses Täschchen nehme ich nicht mit. Das ist nur Kabel drin. Die klaut niemand. Nee, Ronny, dann trag du meine Sonnenbrille. Ich will, dass du cool aussiehst. Warte. Ja. Mit dem Beutel? Ja. Ist wichtig, Leute, dass Ronny meine Sonnenbrille kriegt. Ja, das ist es. Ja, Mann. Ich dreh mal um, damit du auch weißt, wie... Okay, damit du selber noch mehr fühlst. Uff. Alter, oder? Shish. Buenas Noches, sage ich. Buenas Noches. La Quinta. Piu. Ja, okay. So, gut, dann haben wir alles. Gehen wir jetzt frühstücken. Portemonnaie habe ich. Du hast ja Kleingeld. Falls wir es brauchen. Ja. Wird schon klappen. Achso, habe ich noch irgendwie... Komm, eine Powerbank nehme ich noch mit. Ja. Ich habe auch zur Not eine hier am Start. Ja, ich habe auch eine mit. Lass uns Powerbank-Vergleich machen. Wer hat die größere Powerbank? Das mache ich, weil ich schon gewonnen habe. So richtig. Okay. Ja. Gut, okay. Dafür habe ich aber einen sehr kleinen Schwanz. Ganz kleinen Schwanz habe ich nur. Ja, ich habe großen Schwanz und große Power. Ja. Ja. Ja, okay, was passiert jetzt? Ich frage mal, ich habe schon was. Was? Hier fahren Autos. Hier fahren Autos. Was? Ich zeig dir meine Powerbank. Ja, okay.
zum Vergleich, ja? Guck mal, die ist so groß, da muss ich richtig tief rein. Ja, ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt Kraftwerk, was kommt? Ja, okay, mach auf, das ist die Hülle. Das ist die Hülle. Das ist nur Hülle, kann ich auch. Bruder, was ist das? Okay, wie viel hat die? Meine hat 50. Meine auch. Ehrlich? Ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Die haben beide gleich, oder was? Ja. Ey, das ist doch frech. Wirklich? Meine ist riesig. Meine ist auch schon älter. Hat die Solar? Nee. Okay. Wir auch nicht. Okay. Gut, ich dachte schon, du hast gewonnen. Nein, nein, nein. Du hast aber eine geile Brille auf. Das gefällt mir. Jetzt muss ich sie hier wieder einziehen. Ja, pack die rein. Dann müssen wir auch schnell weg, Ronny. Okay, ja, das ist, ja, ja. Das ist gefährlich. Ja, hier dehnen sich schon Leute, da haben Leute schon Rückenprobleme. Vielleicht könnt ihr es in der Spiegelung sehen. Warte, ich will nicht direkt filmen. In der Spiegelung vielleicht. Warte, ich kann nicht spiegeln, ich sehe das nicht. Nee, kann man nicht sehen, ist egal. Lass uns da links gehen. Dehnt sich auf jeden Fall jemand hier. So, ich drehe. Haben wir Auto abgeschlossen? Krogberger. Hey, hallo. Krogberger. Leute, was geht ab? Ja, wir sind ein fantastisches, energiegeladenes Duo. Merkt ihr das? Ja. Auf einmal, ich war vorher noch so knülle und so müde und jetzt bin ich da. Ja, das war auch bei mir so. Wirklich. Das ist so, man pusht sich. Man pusht safe. Ronny, wir müssen gleich. Also, du hast gestern schon ein kleines Recap gemacht von dieser Messe, ne? Ja. Von den Tagen. Was ist dein Fazit in zwei Sätzen? Oh, das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Weil für mich war das ja eine bisschen komplizierte Angelegenheit, mit dem, dass es alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, weil du streamen wolltest. Genau. Ja, ist ja auch richtig. Geht das? Ja. Wie geht das? Das ist so weird, Alter. Wieso ist das so? So kann man doch kein Mensch streamen. Ist auch nicht. So kann doch kein Mensch streamen. Ja, du hast dich halt auch falsch rum einfach gehalten. Ich habe die falsch rum gestartet. Ich habe eine Idee. Ja? Idee, Achtung. Ja. Und du jetzt, pass auf, wenn wir, weil man kann in der App einmal ganz kurz rausgehen. Ja. Das geht. Einmal ganz kurz. Was soll denn passieren? Was machen wir da? Pass auf. Achtung, Leute. Alter, nee. Nee, Scheiße, hat nicht geklappt. Okay, sorry. Tschüss. Gehen wir. Das war Ronny Berger mit seinem super Trick. Heute wieder Los Mojos bei Senor Buenos, not Mister. Also wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, Ronny. Zum einen ist hier ein Saunaclub. Bleibst du im Saunaclub mit Ronny? Ja, geil. Würde ich mir angucken, bin ich ganz ehrlich. Weil der Sauna... Vorsicht, Autos. Das ist ja wirklich geil. Weil der Saunaclub auch Dragon heißt. Dragon. Clubsauna, ne? Und der ist in so einer zwielichtigen Ecke. Hingehen, einmal klingeln. Also der Fred muss dann ja einmal. Du hast das schon mal angucken, wo du dann später bist. Wird mir auch direkt gefilmt. Du wirst direkt gefilmt. Das ist aber auch mal. Wo? Ja, da. Und da auch. Ja. Und da auch. Wow. Gut. 13 bis. Da. Was willst du fragen? Ob man filmen darf? Das wird nicht funktionieren. Was deren Angebot ist. Frag gerne mal nach deren Angebot. Ronny, frag mal. Ja, rein jetzt. Wie kann man so geil sein? Wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Wie kann ein Mensch so wunderbar toll sein wie Ronny Berger? Der jetzt einfach hier, wir wollten frühstücken, jetzt ist er im Saunaclub und fragt nach dem Angebot. Das ist ja wohl das Allerbeste. Also Frühstück jetzt im Saunaclub. Ja, ist doch herrlich. Soll ich mal fragen, was das Angebot ist? Ich komme nicht drauf klar, ihr Lieben. Klar, ich winke dich rein. Das kann sein. Man weiß es nie. Bei Ronny weiß man es nie. Und er hat sich verlaufen. Ronny ist eine 7 von 7. Gute Laune Energy Stream am Morgen. Ja, wenn Ronny da ist, muss man streamen. Es hilft nichts. Der düst gleich ab. Wir haben gesagt, wir wollen frühstücken. Freitag mit Energie starten. Ah, soll ich mich verstecken? Warte, wo verstecke ich mich? Jetzt, zu spät. Da war ich zu spät. Ich mich gerade verstecken, aber zu spät. Was ist das Angebot? Was ist das Angebot, Ronny?
Es gab, die haben Essen da. Ja, können wir da frühstücken? Nee, die haben noch nicht auf. Die haben so Lunch und sowas. Abendessen und sowas. Okay. Und es gibt ein extra Angebot für junge Leute. 10 € kostet nur dann. Für den ganzen Tag? Ja. Brunchen. Nee, da Sauna. Saunieren. Ja, dann. Aber ich hab nichts Lustiges gesehen. So, da gibt's dann nicht so das geheime Sexangebot oder so. Das ist. Nee, nein, nicht Hidden Menu. Hab ich nicht entdeckt. Kein Hidden Menu? Mit Buffet, ist aber nur Hammer. Ist das so ein Ding? Was? Dass es so in solchen Läden so Essen gibt? Aber die schienen da am Arbeiten, also das scheint ein echtes Ding zu sein. Das sieht von außen komisch aus, aber es scheint ein echtes Ding. Also die war da am Putz, da war eine Putzfrau. Und das hat so nach Salzwasser gestochen. Definition, dass etwas richtig ist, wenn da Leute putzen. Ja, oder? Das ist ein echtes Ding, da putzen Leute. Nee, oder nicht? Ja! Das ist ein echtes Ding, die Leute putzen. Mal gucken, wie viele echte Dinger wir heute noch finden. Ey. Bitte geputzt. Ist nicht real. Ey, die Brille, ey. Du brauchst auch so eine. Das ist dein Style. Das ist wirklich. Jo, das ist. Ey, ich sehe aus wie ein Typ vom Festival. Welches Festival? Hurricane. Okay. Sieht die Leute so aus? Ja. Auf jeden Fall. Da laufen auch Menschen rum. Ronny, mit dir möchte ich auch mal am Festival gehen. Ja, Ultra, ich hab das. Ultra safe, sorry. Ultra safe, Bre. Ja. Das ist irgendwie so ein Ding, das ging so letztens bei uns in der Agentur so ein bisschen rum. Ja, hey, gibt's da Leute, die Interesse haben, so Festival, dies, das? Mhm. Da kann man bestimmt, du bist ja jetzt auf dem Dings. Rock am Ring. Ey, als Journalist unterwegs, machst du Interviews und so? Journalist, Junge. Und, ich bin mit meinem Sprinter da und hab mich da reingezeckt. Ich stehe neben RTL als Journalist. Ja, und genau das können wir vielleicht auch bei ein paar anderen Festivals. Ja, bitte. So, ja? Wir beide sind ein unschlagbares Duo. Wir sind die Krogbergers. Oder irgendwie, oder die Ronnie Michaels. Aber Rock am Ring kann ich nicht, leider. Nee, ist egal. Aber dann beim Hurricane dann, ne? Vielleicht. Ja, vielleicht. Kann ja sein. Kommst du zum Paroka mit? Komm doch mit. Wann ist das denn? Wie, komm doch mit? Jared und ich haben einen Auftritt. Ja, bö, Alter, bö. Ja, und dann bin ich einer von diesen Typen, die so hinten auf der Bühne in der Ecke steht und so filmen und so. Nee, tanzen. Du musst die ganze Zeit tanzen. Ah, auf der Bühne? Ja, du musst tanzen. Du kriegst so ein Eulenspiegel-Kostüm an. Du musst die ganze Zeit tanzen. So richtig geil. Ja, ja. Und wann ist das? Mitte Juni. Juni. Juno, sagt man. Leute, Ronny Berger muss tanzen auf der Bühne von Evil Jared und mir, oder? Aber man weiß nicht genau, welches Datum. Ich weiß es. Ist es geil? Ich glaube, der 20. Juni, glaube ich. Ey, das soll nicht. Mach das, Ronny. Ich das muss mal gucken. Also, es ist ja schon ultra geil. Safe. Es könnte sein, dass ich da schon was geplant habe. Vier, was ist ein Pfandhaus? Was genau machen die? Ey, das ist dieses Ding aus diesen amerikanischen Serien, ja. Wo man... Ich hab kein Crystal Meth mehr. Super, wir werden fotografiert. Noch nicht. Ich hab kein Crystal Meth mehr. Dann lass uns den Goldschmuck von Oma verkaufen. Das ist es, oder? Ja. Okay. Ja. Ey, diese Frau da mit dem Dutt, die ist da gerade eben, ist sie auf der anderen Straßenseite an uns vorbeigelaufen. Ja. Und ist uns so hinterhergelaufen. Wirklich? So, die hat so gefilmt, so die ganze Zeit. So gleich, und gleich kommt die Polizei. So, hat so gefilmt. Und dann gerade eben, ist sie jetzt hier 3 Meter vor uns stehen geblieben, hat sich umgedreht. Ja. Und ist dann weitergegangen. Oder sie macht die ganze Zeit nur Selfie-Videos. das weißt du nie. Sie macht die ganze Zeit nur Selfies und tut dabei so, als würde sie andere Leute filmen, damit es denen unangenehm ist. Super. So, jetzt zeige ich mal, wo wir genau sind. Ja, wir sind jetzt hier an dieser wunderbaren Kreuzung. Und die Frage ist jetzt, Leute, in St. Georg, wo sollen wir frühstücken? Gehen wir zu Baklava? Wollen wir da hin? Die Tipps? Wir haben keinen Plan. Ich habe auch keinen Plan, ehrlich. Hier ist ja richtig viel. Hier ist ja richtig was und los. Hier ist richtig... Okay. Hier World ist of Sex. Sorry, ich habe irgendwie so einen Blick heute dafür. Ich mag das, wenn du das sagst. Das ist irgendwie schön. Das beruhigt mich, ey. Ich weiß nicht, hier ist Zenmes-Markt, Aladdin-Markt. Das ist ja so ein Markt halt. Also. Ein Markt, ne? Oder hier? Plaza. Bei Kös? Ah ja! Bei Kös, wo wir zu Kös gehen. Ich war gestern auch bei dem Kös. Ich war gestern bei Kös Ufer. Ja? Ich glaube, das heißt Kös. Ich glaube, die haben kein Z. Aber sag doch mal. Kös. Kös George. Kös. Und Kös. Und das war in Altona. Ah ja, klar.
Dann lass direkt am Bahnhof. Wollen wir uns hier an die Straße setzen dann? Ja. So richtig ja, shady? Ja, ja, ja. Da war ich mit so einem Businessmann. Na klar, was damit. Ja, aber komm, dann gehen wir rein. Gehen wir uns rein, was bestellen und setzen uns draußen hin. Ja, machen wir so. Wird ja wohl filmen dürfen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Was wollen die tun? Polizei rufen? Komm doch her. Machen wir. Hallo, guten Tag. So, bestellen wir was. Hi, dürfen wir bei euch filmen, wenn wir was bestellen? Ein bisschen Werbung machen? Dürfen wir bei euch filmen beim Bestellen, ein bisschen Werbung machen? Einen Moment. Ja, super. Hi, würden gerne bei euch frühstücken. Können wir das filmen dann? Ja, super. Wenn ihr uns parkiert? Ja, klar. Ja, klar, fangen wir direkt an. Seid ihr YouTuber? Yes, er ist richtig fame. Er ist richtig berühmt. Er hier, richtig berühmter Mann. Hier bei Sarai sind wir. Sarai Kös. So ist es. Warte, wo seid ihr? Da seid ihr. Da. Komm rein jetzt. Bis Frühstück. Frühstück jetzt. Die kennen bestimmt dich. Sie hat gesagt, ihre Söhne kennen mich bestimmt. Ja, 100 pro. Hundertprozentig. So, wir brauchen Frühstück. Ach so. Warte, dann stelle ich das mal hier ab. Dann können wir mal hier schön bestimmen. Frühstück ist oben. Kommen Sie mit? Ja, dann gehen wir da oben. Na klar. Oh, okay. Oh. Wir müssen noch zum Frühstück. Ui, warte mal. Das ist ja Hammer. Wo werden wir jetzt reingeführt hier? Junge, das geht ja nur ab. Conny, du hättest gar nicht in den Sauna-Club gemusst. Hier ist viel besser. Ich fühle mich richtig mit der VIP, das ist eine richtig VIP-Treppe. Also ich muss es mir auch mal kurz... Seht ihr das? Alter, VIP-mäßig. Ich hätte gedacht, dass sich das in diesem Gebäude hier versteckt. Wirklich. Hallo, guten Tag, hallo. Das ist ja der Wahnsinn bei euch. So, das erstmal zahlen. Was kostet Buffet bei euch hier? 18,50. Ja, machen wir zweimal natürlich. Okay, machen wir. Ja, klar, logisch. Okay. Wo dann können wir das denn bezahlen? Oder bezahlen später. Wir? Später. Ich mache jetzt ein Foto von dir, schicke ich meinen Sohn. Mach mal deine Brille ab. Ja, komm, mach mal. Hier. Komm mal. Ronny Berger. Der Größte. Ronny Berger ist es. Gut, komm, dann setzen wir uns aber hier ans Fenster. Ja, oder? Ja. Hier ist ja, doch super. Ja. Direkt da vorne ein bisschen weiter weg, dass wir keine Nerven. Ja, hier ist ja, doch hier ist doch gut, oder? Tolle Ecke. Stellen wir die Kamera auf. Du hast den Chat. Ich glaube, wenn du die hier hinstellst, wenn wir uns hier hinsetzen, das sollte gehen. Mach mal den Test. Guck mal, wenn du die. Nee, geht nicht. Nee, komm, hier ist gut. Dann lass uns lieber an einen größeren Tisch sitzen, oder? Wo wir die einfach am gleichen Tisch, weil wenn hier jemand vorbeilaufen will oder so. Ja, gut. Setz uns hier vorne hin, ne? Ja. Können wir hier hinsetzen und dann. Rontana Berger. Offenes Buffet, darf ich hier? Ja, klar. Offenes Buffet, ihr bedient euch selber. Ja, klar. Am besten hier hinten anfangen. Teller, wer steckt, Servietten sind da. Getränke habe ich vorne. Ihr könnt so oft beigehen, wie ihr möchtet, auch an die Getränke. Hammer, okay. Vielen Dank. Sehr gerne, guten Appetit. Dankeschön. Danke. Das ist hier der Hammer. Wie kann man denn so geil sein? Ja, und gleich dann die Kinder so. Nee, kennen wir nicht. Was sind raus, ist ein Faker. Okay. Kurz. Frühstück, Bett. Okay. Okay, warte, aber was machen wir? Was mit Hinterrücken oder? Ja, machen wir. Okay. 3, 2, 1, los! Du gibst doch noch nicht alles, oder? Du? Gibst du alles? Ja, das war das Schönste, was ich jemals gemacht habe. Wir sind super Freunde. Das hat richtig krass angefühlt, das war richtig unglaublich. Aber ein Frühstück. Ja. Ja, den mach ich. Ja, klar. Boah, ich hoffe, du lebst. Tut meine Hand weh. Wirklich, deine auch. Wir müssen das Handgelenk. Ja, wirklich. Ja, alles da. Ihr könnt so viel essen, wie ihr wollen. 4:18:50. Ich habe durch Zufall den besten Ort der Welt entdeckt. Hey, was für geile Scheibletten. Ich muss keine Tablette. Ja. Tom, tu einfach alles aufs Tablett. Ja. Was ist das hier? Suppe? Bist du so eher so
Süß oder herzhaft Frühstück? Eigentlich süß. Aber ich mag auch sehr gerne herzhaft. Beides, Ronny. Beides. Schafskäsefüllung? Nutella-Füllung. Okay, du nimmst Schafskäse, ich nehme Nutella. Ja, wir teilen. Oder wir holen uns einfach noch eins, weil das ist ja ein Buffet und ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Perfekt, ich nehme sofort Nutella-Füllung. Ich nehme beides. Ja? Zitrone, ich nehme Zitrone, nehme ich auch. Zitrone muss schon sein. Ist ja logisch. Das ist ja das Allerbeste hier. Kannst du mir auch eine von diesen Tomaten geben? Eine? Ja. Also ich kenne mich mit sowas nicht so aus. Das sind Tomaten. Aber die kann man essen. Mit so Orten. Achso. Ja. Ist 18,50 guter Preis für so ein Buffet? Kommt drauf an, wie viel du isst, glaube ich. Okay. Aber doch, Buffet ist schon ein guter Preis. Glaube ich wirklich. Ich meine, hier gibt's ja auch die... All you can eating ist gut. Ja, ist schon ein guter Preis. Hier gibt es ja auch jetzt die verrückten Sachen. Ich meine, es ist ja wirklich ultra viel. Mozzarella. Es ist ja wirklich ultra viel. Ja, die haben hier irgendwie eine Großhaus. Oh, wie weit der gekommen ist. Ja, es geht... Es ist einfach hier das Frühstücksparadies. Und hier sind gar nicht so viele Leute, man ist hier so, das ist so der... Nee, die haben das nur für dich aufgegeben. Ich habe das arrangiert eben. Das war einfach nur alles Laberei. Wie cool. Ich habe das angeleiert. Was ist das hier? Ist das mit Fleisch? Ich weiß es nicht. Muss man nachfragen. Sorry, so kurze Frage. Was ist hier drin? Reis. Reis? Ja, super. Okay. So, was soll ich? Wenn ich dir was auftun soll, sag Bescheid. Ja, nee, ich nehme gleich noch was anderes. Okay. Ich mache erst die süße Runde. Ich habe hier auch Rührei mit Sucuk, Menemen. Oh. Was ist Menemen? Das schmeckt sehr lecker, das wirst du lieben. Das ist Tomate, Peperoni mit Ei. Ja, mega. Ja, das probiere ich. Menemen. Das schmeckt sehr, das ist typisch türkisch. Ja, sehr beliebt. Muss ich essen. Okay. Muss ich essen. Das ist ja erst süße Runde. Ist egal. Sie hat so angepriesen. Dankeschön. Okay, ja. Wenn sie das so bewirbt, dann muss man es essen. Ja. Alles andere ist beleidigend. Ja. Ja. Richtig. Ja. Wow. Kannst du wieder zumachen, Ronny? Ah, ja. Die hat es extra für dich aufgemacht. Danke. Löffel raus? Ja, wahrscheinlich. Es riecht auch schon ein bisschen scharf. Gefällt ich mir. Bin, Pommes? Bruder, pack drauf. Es gibt, ich habe ein bisschen Reizüberflutung gerade. Ich kann gar nicht reden, weil ich bin so beschäftigt mit Gucken. So ist das immer, wenn wir unterwegs sind, Ronny. Merkst du das? Ja. Danke, reicht. Okay. Reicht. Das ist das Problem bei Buffets. Man nimmt sich immer von allem ein bisschen zu viel. Und dann will man noch mehr essen und man ist satt. Ja, genau. Wir hören Salat, hier gibt's alles. Hi. Beste Frühstück. Ne? Es ist unglaublich. Ja, ne? Es ist unglaublich. Die Auswahl. Ja. Es gibt viel verschiedenes Auswahl. Ja. Ey, ja. Der Chat hier ist auch schon begeistert. Wirklich. Sehr, die sollen mal vorbeikommen. Ja. Butter und so. Ich finde hier von der Nutella. Super. Nehmen wir. Ja. Vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen. Guten Appetit. Danke. Ja. Danke. Was haben wir da? Ach, das sind auch so Kartoffeln. So, ne? So Kichlein irgendwie. Nimm einen drauf. Ja, klar. Pack drauf. Hier und deine Paprika. Gib mir eins deiner Paprikas. Ja. Die sind. Danke. Ja? Ja. Ich nehme ein bisschen Aubergine. Ja, mega. Ist auch Aubergine? Nee. Guck mal, der ist schon. Guck mal, gut, dass die hier so diese Tabletten. Ja, haben, ne? Die Scheiblettenteller. Hammer. Jetzt noch ein bisschen Tzatziki. Muss schon sein, oder? Nee, ich hab zu süß. Aber ein bisschen. Kannst du mir auf die Kartoffeln gleich ein bisschen scharfe Paste nehmen? Ist daneben. Scharfe Paste. Das klingt viel. Ja, genau. Ja, auf die Kartoffeln. Danke. Perfekt. So reicht das? Ja. Das ist die scharfe Paste. Würde ich steht drauf. Steht wirklich exakt drauf. Scharfe Paste. Essen. Hier ist so ein Schafskäsepaste. Hammer. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Oh yeah, Jungs, sucht euch einen Platz aus, ich komme sofort zu euch. So, los geht's hier. Ja, aber erst hier abstellen. Wir müssen erst abstellen. Okay. Erst abstellen. Easy, Mann. Erst abstellen. Wow. Killer. Jetzt brauchen wir Getränke und Besteck, Mann. Ja. Ja, wirklich. Hier nimmst du auch einen Saft? Ja, ne? Ja. Ich mach uns Säfte klar, okay? Kannst du auch einen Saft? Ja, Orangensaft.
der? Ja, ja, warte, dann mache ich dir deinen. Okay, danke. Oh. Oh. Den ersten, geil. Den ersten trinken wir eben noch am Stehen, okay? Okay, okay. Ja. So muss man Orangensaft trinken. Nicht anders. Aber nicht anders. Hier, läuft durch, läuft durch. Oder wie heißt du denn bei YouTube? Guck lieber TikTok zum Beispiel. TikTok? Okay. Ja, ja. Wie heißt du denn? Ja, Ronny Berger. Ronny Berger heißt. R-O-N-N-Y. Das ist der Ronny. Und dann Berg. Berg. Ja, das finde ich. Das hier. Ah, okay. Und das hier. Oh, mashallah. Das ist gut. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Ja, ja. Er ist der Beste, Ronny Berger. Ja, kommst du denn jedes Mal hier? Oder wann bist du nochmal hier? Nö, wir sind einfach nur zufällig, wir wollten irgendwo auf Frühstück und so. Bei Stuttgart. In der Stuttgart? Ja, ja, so ein bisschen weiter weg. Ich wohne gar nicht hier so, aber er wohnt hier und wir meinten, ey, das ist irgendwo Frühstück, dann sind wir einfach hier und dann okay, hier hin. Okay. Und dann haben wir das hier gefunden. Aha, deswegen sind wir hier. Gut, ja. Ja. Schöne Werbung außen. Das ist gut. Sieht schön aus. Ja, ja. Deswegen sind wir da. Entschuldige. Ja. Haben wir Frühstück jetzt? Ja, ey, wir müssen. Vielleicht kommst du nochmal, ja? Ja, 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 das stimmt. Also, ja, wenn das lecker schmeckt von dem, wovon ich ausgehe, okay, dann auf jeden Fall. Ich hab ja nicht. Sie sind ja rein und dachten, das ist einfach ja, irgendwie eine Imbissbude oder was. Und dann meinte sie, ja, Frühstück ist hoch. Ja. Und dann gehen wir hin, boom. Ja, das ist so. Palast. Und guck dir diesen Blick an. Ja, das ist so. Ja. Ah, guck dir das an. Ich glaube, ich muss mal einmal kurz pinkeln gehen. Du musst pinkeln gehen? Ja. Ja, geh pinkeln. Ja. Ronny muss pinkeln. Dann nehme ich den Chat jetzt mal. Dann muss ich jetzt die Kamera drehen. Ronny geht pinkeln. Er riecht die Chance seines Lebens. So, los, noch zweiter Teller. Hey Leute. Jetzt mal ehrlich, das ist doch ein schöner Morgenstart, oder? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch ein guter Morgenstart. Schön hier gerade bei Polizei. Polizei meinte? Die ist da. Aber ist kein Problem. Jetzt muss ich auf Ronny warten. Ich hab Bock zu essen. Bock zu essen. Eine kulinarische Reise. Wer von euch lädt Ronny und mich ein? Wer von euch lädt uns ein? Bester Streamer morgen. Ich esse die Rühreier und Sucuk leer. Danach kommt das erste Blonde. Schöner Morgen. Ey, 10 Uhr ist noch morgens. 10 Uhr? 10 Uhr ist safe. Guck mal, meine Uhr sagt noch guten Morgen. Kann man das sehen? Meine Uhr sagt noch guten Morgen. Habt ihr nicht gesehen, ne? Ich sage euch mal ganz kurz, was die sagt, die Uhr. Die sagt, Trainingsbereitschaft ist mäßig. Kurzer Schlaf. Wetter ist 9 Grad mäßig. Zeit zum Aufwachen. Bei mir steht auf der Uhr steht Zeit zum Aufwachen. Ich lade euch ein. Castella lädt uns ein, oder was? Hammer. Ronny, ich habe gefragt, wer uns einladen will. Castella will uns einladen. Okay, ja. Nehme ich an, da oben voll nett. Giftzap-Hype. Ich kann das hier gerade lesen, aber schon, du hast den Chat, ne? Ich habe den hier, wir können ihn auch so hier so nett sehen. Soll ich jetzt mal, ich kann das machen. Check das Bild. Check das Bild ab. Natürlich kannst du das machen. Du bist Ronny. So. Guck mal, dann sieht man ein bisschen draußen und uns. Hast du aber wieder das Polizeischild? Das ist mir wichtig. Ja. Das ist, wir sind die Sicherheit. Was ist das denn bitte? Oh, danke schön. Vielen Dank. Was ist denn das? Brot. Einfach Brot, super. Super. Ganz warm noch für dich. Wir lieben Brot. Ganz frisch ist es. Ballon. Ach, Ballon, ja, super, danke schön. Ballon okay. Oder ja? Ronny. Okay, ich habe ein Riesenbrot gekriegt. Siehst du das? Wir haben ein Riesenbrot bekommen. Wir sind Fame. Lass uns das. Das Wort rip. Nein, als Respekt darf es erst mit uns leben, ganz kurz. Okay, ja, toll. Es darf noch kurz. Es ist aber ein bisschen weit weg hier, ne? Es darf noch kurz mit. Ja, das ist viel zu. Wir brauchen mal hier, nimm doch den. Ja. Ja.
das ist Ballonbrot, das ist mit Luft natürlich. Weil heißt ja Ballon. Ballon ja, ist ja auch Luft. Guck mal so. Ja, Hammer. Ich möchte mit Brot befreundet sein. Das ist gefüllt mit THC-Dampf. Vielleicht. Das ist ein Hurricane. So, womit fangen wir an? Und fängst du? Wir haben beide das hier. Wollen wir beide mit dem hier anfangen? Mit diesem Teigling. Teigling. Küchlein. Guten Appetit, Ronny. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist ja wunderschön. Prost. Warte. Lass uns die Essen vereinen. Mmh. Was ist das? Das ist so ein bisschen wie so Reibekuchen oder sowas. Ja, Reibekuchen, das ist geil. Oder so geil, Alter. Das schmeckt super. Das schmeckt besser als ich dachte. Ja, ich nehme scharfe Paste dazu. Ich hab die Schafskäsepaste. Mmh. Wow. Oh. Super. Mmh, lecker. Scharfe Paste bringt. Ultra. Mmh. Safe. Käme rein in das Brot. Ja, muss gleich passieren, auf jeden Fall. Ey, scharfe Paste ist ja der Shit. Noch viel mehr scharfe Paste. Ist es scharf? Ist es scharf? Nee, es schmeckt einfach so wie Paprika. Einfach kleine Paprika. Ah. Mhm. Lecker. Esme, ja, so heißt das. Esme. Esme, Hammer. Du musst unbedingt was trinken, ist ultra scharf. Echt? Mhm. Okay, das war schon mal richtig lecker. Hier sind diese Kartoffelstäbe. Mhm, okay. Die schmecken halt nach Kartoffeln. Aber fröhliche Kartoffeln oder? Ultra fröhliche Kartoffeln. Ja. Ja, Ronny, ich war so glücklich, dass du vorgestern einfach da warst bei dieser Messe. Also vorgestern und davor den Tag auch schon. Hab mich richtig gefreut. Cool. Nee, wirklich, ich hab mich beide Tage richtig gefreut, dich zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich mich wirklich von Herzen gefreut habe. Wollte ich nur mal sagen. Ich habe mich auch gefreut. Ich fand das toll. Das ist richtig toll. Und mich freut das so für dich, dass die Leute diesen Mirrorman-Anzug so abgefeiert haben. Ja, danke schön. Ich habe dir ja geschrieben. Ja, das ist so, geschrieben. Dass das so ankam. Also ich fand das schon da geil, dass wir da waren, die alle so Foto machen wollten und so. Und dann, dass du dann Leute Artikel über dich geschrieben haben. Ja, ich glaube, das war die Marketingbranche. Und die haben, glaube ich, gedacht, wow, so viele Spiegel, ich kann überall Koks nehmen. Ich glaube, deswegen fanden die das so gut. Sie wollten das einfach für zu Hause haben, weißt du? Perfekt. Nee, aber dankeschön. Freut mich wirklich. Toll. Und natürlich, wir verstehen uns ja einfach gut. Wir verstehen uns. Es ist ja einfach immer toll, wenn wir uns sehen. Oder? Ich find's aber, guck, was passiert. Ja. Wir haben nichts geplant, Ronny. Und schon sind wir im Paradies. Wir kriegen Brote geschenkt, siehst du das? Brote mit THC gefüllt. Das ist nicht so laut. Wir haben es ganz, ganz schwierig. Ja, das ist. Mein Stream ist ja immer ein bisschen Quatsch. Bei dir doch auch. Nö. Doch. Erst. Doch, ja. Doch. Okay, enttarnt. Du bist der Erste. Sehr könnte ich es geheim halten. Und ich weiß, warum dich Leute so gerne mögen. Weil du einfach ein netter Typ bist. Du bist ein Typ, der macht Dinge und bist einfach nice. Deswegen mögen dich die Leute. Ist wahr. Ich auch. Und du ja auch. Ja, das haben wir gemeinsam. Ja. Einfach nice sein. Das wollte ich dir an diesem geplanten Frühstück doch erstmal erzählen. Geil. 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 Ja, es ist so, es kann so viel einfacher sein, als sich manche das machen. Ne? Manche machen sich da so einen Kopf. Machen sich immer so einen Kopf. Ja. Machen die sich so viel Kopf, dass sie am Ende nicht mehr so nice sind. Ja, du musst einfach raus ins Leben. Du kannst nicht immer nur Arschloch sein. Sei mal nett. Wirklich. Und auf einmal ist alles so viel schöner. Ronny, wenn wir auf der Messe, wenn wir dann eine Rede gehalten hätten, ja, dann wäre die Überschrift Don't be an asshole. Wirklich. Ja. Yeah. Oder CEOs brauchen mehr Liebe. Ja. 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 Alles, woraus man eine gute... Die Leute mögen dich, weil du Dinge tust. Ich mag, wenn Krogi drummt. Ja, du tust ja auch Dinge. Die beiden könnten auch Brüder sein. Ja. Aber ist doch so viel geiler. Cousins. Haben wir noch was da? Ja, so ist geiler. Ja, so ist geiler. Ja, so ist geiler. Haben wir nicht den Scheiß, dass wir uns Weihnachten sehen müssen und so? Ja! hast du das schon probiert? Also ich glaube nicht, aber nicht bewusst. Das soll der Oberschnitt sein, hat sie gesagt. Okay. Wie ist das nochmal? Weiß nicht mehr. Ich hab's auch vergessen. Paprika. Oh, lecker. Irgendwas Ei. Wisst ihr es noch? Ist lecker. Mhm. Schmeckt nach so viel mehr als nur Ei.
schmeckt zum Beispiel nach irgendwas. Tomate? Tomate, ja, und dann haben wir auch so Peperoni drin oder so, ne? Ja, aber das ist nicht so eine, so eine ultra scharfe, nee, ist ganz unangenehme, so eine ganz, ganz angenehme. Sehr lecker. Ja. Mm. Ja. Ey, das vielleicht mit dem Brot. Sorry. Probier. Okay. Ich glaube, das reißt man so. Ich glaube, man reißt das so. Achtung, das Ballonbrot. Sorry, Balloni. Nee, kann ich nicht drücken. Der Ballon muss da rein. Achso, die Kamera? Mhm. Guck mal. Hallo. Ey, da spammt jemand blöde Sachen in deinen Chats, die wir hier nicht lesen können. Ja, kann hier mal jemand blocken? Wir haben keinen Mod hier. Was sind das denn für Zeichen? Die kann ich nicht. Ich kenne die auch nicht. Mann. Die sehen ein bisschen aus wie auf deinem Pullover. Ja, aber hier steht Freude. Freude drauf. Ja, das erkenne ich da nicht jetzt. Yeah. Kenne ich da nicht. Gibt's hier niemanden, der den wegpacken kann? Ich glaube, ich habe einfach keine Mods. Es ist so wirklich mein... Ich habe mich einfach nicht gekümmert. Ich streame einfach so. Ich habe gedacht, da passiert schon nichts. Aber ich bin mir da. Stream? Ja, was soll da passieren? Kenn ich nicht. Erstmal bloggen. Blockst du Leute, die dir schreiben? Nein, nee, eigentlich nicht. Also ja, es gibt Leute, die, wenn die wirklich so, also wenn es offensichtlich Bots sind, dann ja, aber sonst eigentlich nicht. Nee. Ich block die Bots nicht. Nee? Weil die schreiben ja nur einmal. Wenn die schon einmal geschrieben haben, dann ist ja egal. Dann. Ja, das stimmt, das bringt eh nichts, ne? Nee, also wen ich gerne im Chat habe, sind Sexbots. Die liebe ich. Die finde ich gut. Aber nicht diese, willst du mehr Reichweite? Diese Bots. Die gibt's ja auch. Mm. Es ist super lecker. Sehr lecker. Wollt ihr türkischen Tee haben? Na klar, gerne. Okay. Na, sehr, sehr gerne. Da muss man ja sagen. Muss man, weil die Chance hast du nie wieder, dass du einen richtig guten, echten türkischen Tee bekommst. Ich habe mal so einen jungen, persischen Jungen Nachhilfe gegeben. In Mathe und Deutsch. Echt? Geil. Und ja, auf Kugelbasis. Mhm. Und dann war ich da bei denen zu Hause und die Mutter wollte mir halt was anbieten. So, ey, willst du was trinken? Und nicht so deutsche Höflichkeit. Mhm. Nein, nee, danke, ich brauche nichts. Mhm. Und sie so, und sie war halt so verletzt. Oh nein. Weil türkische Höflichkeit ist, ja, gerne nehme ich dein Geschenk an. Mhm. Nein, in deinem dreckigen Haus will ich nicht. Richtig gemein, ey. Schwarzer Tee mit Zimt? Haben die hier Franzbrötchen? Ich habe gerade was irgendwas gehört von wegen Hotel. Hotel? Ist das hier ein Hotel? Über uns ist dieses Stay-Hotel. Wir bieten den Hotelgästen auch Frühstück an. Dankeschön. Hier. Gerne. Ah, okay. Super hier. Wirklich cool. Super. Ja, vielen Dank. Gerne. Danke, sehr, sehr freundlich. Dankeschön. So, jetzt haben wir den. Das ist jetzt ultra schwarzer Tee, ne? Quasi. Oh ja, sieht dunkel aus, ja? Ja. Ja, den brauchen wir. den. Also, nee, lass erstmal so probieren, weil ich glaube, so ist der Hardcore. Auf gute Geschäfte. Ja, auf das Business, ne? Auf den Online. Heiß. Lecker. Schmeckt gut. Schmeckt auch ohne Zucker gut. Ich hab den schmeckt auch ohne Zucker. Schmeckt auch ohne Zucker. Bist du so ein Purtrinker? Geht's. Mittel. 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 Und du? Eher pur. Ja, gut. Bisschen mehr. Ein mehr als Mittel. Willst du jetzt Zucker einhaben oder nicht? Ich werde erst ein bisschen abkühlen. Ja. Geht. Das ist gerade oberste Priorität. Ja. Ich habe zu viel Mozzarella und Tomate genommen. Was hast du genommen? Zu viel Mozzarella und Tomate. Ja, hast du wirklich. Habe ich mir eben schon gedacht. Wenn man Zeit hat, ist ausgiebig Frühstück das Allergeilste. Ja. Ja. Wirklich. Ist wirklich so. Was haben wir noch? Die Ironie bei Krogmanns Pullover. Ja, Leute, das ist warum. Ich habe auch ein bisschen Joke-Faktor in mir drin. Ach, da steht gar nicht Freude. Doch, nein, wegen den Zeichen eben. Natürlich habe ich da kein Problem, wenn irgendwelche asiatischen Zeichen im Chat sind. Ich verstehe die ja gar nicht. Also. Da soll ich ein Problem haben. Das ist doch klar.
Nur wenn es zu viel wird, dass man gar nichts mehr lesen kann, dann ist es vielleicht ein bisschen nervig. Nee, ich blocke fast gar nichts. Ich habe aber auch wirklich, Roddy, du wirst es auch haben, einen sehr freundlichen Chat. Also ich habe wirklich fast, ich kann sagen, ich habe da gar keinen Idioten. Wirklich null. Niemanden. Niemand ist dumm dort. Von denen nicht Chat, die ich Chat bezeichne, auch nicht. Ja. Manchmal kommen so andere. Andere, die wir nicht kennen, die kommen dann so, schreiben was Blödes rein, aber das ist nicht der Chat, das ist nicht Teil des Chats. Aber die werden irgendwann, irgendwann übernommen von der Neißigkeit des Chats und dann sind sie Teil des Rudels. Ja. Weißt du, das ist wie so eine, der Chat ist die Amöbe und die Amöbe, so eine Amöbe kann sich ja so rumwabbeln, wie so Flabber, weißt du, wie so ein Gummitierchen. Und das legt sich dann um diesen, um die Blödigkeit rum, was ja erstmal ein Fremdkörper ist und dann wird das aber diffundiert, eingeschlossen und dann wird es Teil der Amöbe. Ja, beziehungsweise die Blödigkeitsenergie wird umgewandelt in Neißigkeitsenergie. So ist es. Ja. Hallo, ich habe gerade niemals das dumme Chat hier. Turin. Ich finde es gut, dass die hier am Frühstücksbuffet La Cuenta und Mr. Buenas Noches Ehre erweisen, hier in Geschenke bringen und so weiter. Ich werde nicht wissen, was los ist. Ich habe auch nie gefragt, was sein mexikanischer Drogenboss-Name ist. Mr. Buenos Noches. Mr. Buenos Noches. Meiner ist La Cuenta. So, hier und sind wir. Und die Familien überhaupt treffen sich hier zum schönen Frühstück. Den kleinen Tee. Mhm. Das ist aber wirklich Style. Damit anzustoßen möchte ich nochmal machen. Einen tollen Sound. Mhm. Ja, kann man sonst noch machen. Vielleicht fürs nächste Gleichkind-Album oder so. Sind die so solche, die so Sounds machen? Die machen das auch, ja. Die machen das viel. Der Philipp da von denen, der nimmt immer gern was auf. Okay, der läuft so rum. Der läuft so rum, nimmt Dinge auf und macht daraus Tracks. Das ist ganz gut. Macht dann Beats. Mhm. Ja, ja. Hey, ich bin der Quotendepp, meine Ameisensinne klingeln. Ja, verstehe nicht. Ist egal. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist auf jeden Fall mal. Geht mal gleich zum Mutterland und holt euch ein Franzbrötchen. Machen wir. 10.21 Uhr, wir sind guter Zeit. Wir haben bis 11.06 Uhr den Parkplatz. Okay, ja. Und du musst ja auch irgendwo sein. Ich muss ja irgendwo sein. Ich weiß auch gar nicht, wo wir sind und wo ich hin muss. Ist nicht so ewig weit. Okay, dann. Also, ich weiß, wo du hin musst. Kriegen wir hin. Aber wir müssen wahrscheinlich so um 20 Minuten müssen wir wahrscheinlich aufbringen. Echt? Wenn du pünktlich sein willst. Okay. Musst du pünktlich sein? Also musst du super pünktlich sein? Nee. 5 Minuten plus minus. Okay. Ist 5 Minuten super pünktlich? Nee, aber das ist schon nicht der Spielraum, den ich mir gewünscht hatte, das, den du jetzt sagst. Aber ist okay. Ach, sorry. Hast du einen Tee gelandet? Hab ich dir einen Tee geschmuckt? Nee. Also irgendwo muss es sein. Ja. Ist das, aber manche Dinge, die man so wegspuckt, die verschwinden im Äther. Nein! Das ist nichts. Anni Berger hatte meinen Tee gesprungen. Er hatte meinen Scheiß Tee gesprungen. Das ist ein Teeblatt, was da drin ist. Jetzt sind die Drogenbarone verfeindet. La Cuenta macht sein eigenes Ding. Du hast da was im Tee. Das ist ein Teekrümel, aber. Habe ich jetzt hier eigentlich davon gesprungen? Ja, ich glaub schon. Sorry, yo. Ist egal. Liebe ist da. Wir können dann. Ich fahr dich da gerne hin. Du hattest gesagt, ich sag sowas wie eine halbe Stunde. Kann ja auch später sein. Ja, also ich muss ja auch was tun heute noch. Ja. Ich muss gleich noch den Farming Simulator spielen. Oh. Ja, ich habe das die ganze Woche schleifen lassen. Ich weiß nicht, was auf der Farm los ist. Und lieber kurz als gar nicht treffen. Ja, absolut. Ich nehme doch Zucker jetzt. Ja, dann könnt ihr jetzt auch knutschen. Ist an sich das Gleiche. Dann sind hier mehr Gäste. Geh noch einmal dazu hier. Ich habe also diese Brötchen, das sind die ersten, die wir genommen haben. Ja. Ich habe eins mit Schafkäse und eins mit Nutella-Füllung. Ja. Ich würde am liebsten erst das mit Schafskäse essen, aber ich weiß nicht, welches ist. Ich sag, das ist mit Schafskäse. Ja, weil ich habe ja das mit Nutella und das ist genau die gleiche Form. Okay. Okay.
Klugberger. Was geht da? Schlaue Leute, das ist so langweilig. Ja, wirklich. So, Chip, was mit den Chips? Ja, ist so. Wir hatten beide recht. Es hätte anders sein können, aber es stimmte, weil wir so schlau sind. Nee, super, dass wir uns treffen. Und ja, auch gut. Chat ist auch gut drauf. Chat, wie ist die Stimmung? Muss wissen. Die Streamlippen finde ich überragend. Aber der Ausblick, also Hammer. Mhm. Du warst schon im Saunaclub heute. Ja. Und jetzt kann ich jetzt im Eingangsbereich von dem Saunaclub hat es auch noch Sauna gerochen. Also die muss real sein. Die ist real. Hat nichts mit dubiosen Geschäften zu tun. Aber wer geht da hin? Viel im Chat. Geht die zu den Dragons, zur Dragon Sauna? Hier sind die Leute, die manchmal zur Dragon Sauna gehen. Schlau sein ist so langweilig, Leute. Ist wirklich so. Morgens ist immer müde, aber mit euch klappt es ganz gut. Geil. Geil. Ab 10er Karte. Siehst du, viele Leute gehen da hin. Ja. Privat aber. Oh. Mhm. Die machen ihre Business Meetings nicht in der Sauna. Ey, wie in diesen merkwürdigen Gangster-Serien und Filmen. Ich habe das Gefühl, der wird sich überdurchschnittlich in Saunen getroffen. Ja. Und dann werden die Leute in Saunen abgestochen. Ja, so Badehäuser. Genau, ja. Genau. Und dann ist dann immer Blut da. Ja, ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber vielleicht ist es einfach gemütlich. Da trifft man sich aber gerne. Und die Leute haben einfach keine andere Kleidung. Ja, oder die denken sich, ich muss nicht so viel waschen, wenn ich den dort ersteche. Kerker. Ja, einmal mit dem Kercher. Gibt's auf meinem Bauernhof auch einen Kercher. Ist es so? Das Schönste. Bauernhöfe sind das Schönste. Bauernhöfe sind geil. Ja, wann gehen wir auf den Bauernhof? Wann immer du willst eigentlich. Also Bauernhöfe. Wir wollen nach Mallorca. Okay, wir gehen nach Mallorca. Bauernhof auf Mallorca. Wir gehen zu einem Festival. Mhm. Bauernhof auf Mallorca? Mhm. Glaubst du, wir finden da wen? Leute, geht zum Saufen nach Mallorca. Warum soll es da keinen Bauernhof geben? Wir wollen auf den Bauernhof. So geile Idee. Oder? Ist viel geiler. Roadtrip und dann ja. Destination. Support the Locals. Bauernhof-Trip auf Mallorca. So geil. Machen wir. Geil, Leute, wollt ihr das sehen? Ronny und ich auf dem Bauernhof auf Mallorca. Sag mal ehrlich. Sagt mal, wir fahren mit Sprinter hin. Fähre ab Barcelona. Wir müssen damit Auto hin. Wir können nicht fliegen. Okay. Ultrasilf. Geil. Man trifft sich in der Sauna, damit keine Waffen mitgebracht werden. Ah, das ergibt Sinn, weil du dann nackt bist. Aber eine ganz kleine Waffe könntest du noch im Popo. Aber irgendwer dann auch immer ein Messer am Ende dabei. Ja, das ist oh. So. Oh, ja. Oder so ein Seil und dann erwürgen die sich oder so. Kennst du das, wenn man Tomaten einfach so in den Mund nimmt und das einfach alles splattert? Deswegen mache ich immer so ganz kleine Kerbe rein. Oh, ist das trotzdem gesplattert. Alles kraus gesplattert. Ja, besser da. Aber wenn du die einfach so ganz in den Mund nimmst und während der Mund zu ist, dann drückst und dann splatterst. Dann ist auch okay. Hast du die auch gegessen? Hm? Hast du die auch gegessen? Ja. Ja? Ich hab die alle. Alter. War lecker? Also hat nicht ganz so geschmeckt, wie ich erwartet habe, aber ich fand es nicht so schlimm. Okay. War nicht so schlecht eigentlich. Was aber wirkt so, als wenn die so. Hat ein bisschen geschmeckt, als wenn die so. Bisschen drüber. Ja, vielleicht war das dann der Geschmack. Ich dachte, das wäre irgendwie eine interessante Würzung. So. Ich bin von so einer schönen Würzung irgendwie ausgegangen. Aber scheinbar irgendwie vertan. Geht's wieder? Lass uns auf den Bauernhof nochmal. Ja, lass uns auf. Da muss es Leute geben, die unsere Hilfe brauchen. Mega geil. Es gibt bei mir in der Gegend. Ja. Oha. Alter. Guck mal. Die sind auch so zart, diese Brötchen. Richtig zart. Richtig zart. Ja. Auf mich wirken diese Brötchen so wie diese. Dieses weiche, fluffige Gebäck, was man in japanischen Kochvideos sieht auf YouTube. Mochi? Nee, allgemein. In Japan allgemein. Ja allgemein. Allgemeines. Du meinst die in den Animes? Nee.
Also ich meine japanische allgemein. Koch, ich mache meine japanische Kochvideos ja. auf YouTube, ja. wo Leute in Japan ja. kochen. Und dann gibt es ganz häufig so Sachen, wo es um so weiches Gebäck geht. Stimmt. Und daran erinnere ich das. Jetzt habe ich's. Oder? Mhm. Ja. Zweite Runde. Ich hab aber auch, erst das hier. Ich habe so Videos gesehen, wo Leute ganz große Kuchen backen. So, aber also keine Kuchen, sondern aus weichem Teig. Diese Jiggly Cakes. Jiggly Cakes. Mhm. Weicher Teig. Diese, ich habe mir so oft schon diese Videos angeguckt, wie dieses Riesending machen und dann drehen die so um und dann schneiden die so. Perfekt geschnitten. Oh, really, einfach so, aus dem Auge. Wie geht das? Und Ronny, wir müssen noch einen Stream machen, der 5. oder so, bei meinem Bruder in der Bäckerei. Ja, Mann. Ronny Berger wird Bäcker. So geil. Und bei mir in der Gegend, guck mal, ja. es gibt einen Grund, warum du zu mir in der Gegend kommen kannst. Ja. In der Gegend, in Leonberg, das ist bei Stuttgart. Ja. Und da gibt es einen Streamer, der ist Bauer. Ja? Ja. Streamer. Und der Stream Bauer sein. Warst du schon bei dem? Und nee, aber ich habe mit ihm geschrieben, dass ich da hin will. Muss, aber was streamt der? Das war überhaupt ein Trecker und so. Ja. Ist das schlau. Es ist quasi, du guckst und denkst, wow, Landwirtschaftssimulator 2024, da hat eine richtig gute Grafik. Weißt du ja. Ich glaube, das müsste, ich will jetzt nicht, das ist Fun hinten. Fun hinten heißt der. Fun, ich glaube, Fun unterstrich hinten 88. Kennt ihr? Der ist das. Das streamt Bauer sein. Ja, was sonst? Ey, wir gehen auf jeden Fall, also Bäcker, das machst du, ne? Kann er mir zeigen, wie man ein Laugengebäck macht? Ja, alles. Kann auch ein Franzbrötchen machen. Alles. Der heilige Gral des Bäckertums. Wirklich alles. Aber das Allerwichtigste für eine Bäckerei ist der Sauerteig. Wirklich. Mhm. Der Sauerteig muss atmen. Sag dir. Und wenn der. Daran erkennt man eine gute Bäckerei, ob der Sauerteig muss. Aber ja. Bäcker würden das so sagen. Ich sag so, Okay. Du musst einfach nur immer putzen, Herr Bäckerei. Das hast du auch im Saunaclub gemerkt. Wenn die Leute putzen, dann ist das was. Wie ist das echt? Das ist real. Ja, wir machen gleich zweite Runde. Wir müssen auch unser Brötchen aufessen. Haben wir Zeit für eine zweite Runde? Wir haben keine Zeit für eine zweite Runde. Haben wir nicht. Kleine zweite Runde. Dann nimm die auf die Hand. Nimm ihn ins Auto. Ich muss dich wegbringen. Okay. Du hast gesagt, du musst da pünktlich sein. Ich will dafür nicht verantwortlich sein. Okay. Danke, Tobi. Ja, ich bin's gerne mit dir. Hinterher sagst du, jetzt bist du A6. Ja, ich bin hier real. Wie real bin ich? 100%. Ultra. Safe real. Ultra. Ich bin nicht so gut in Zeiten abschätzen. Das ist meine Schwäche. Was ist deine Schwäche? Ich bin ultra unpünktlich. Ja. Was auch bedeutet, Zeiten abschätzen. Das kann ich wirklich gar nicht gut. Und deswegen wollte ich bei dir jetzt nicht falsch machen. Aber ich komme sonst immer zu spät. Wirklich. Ist ja nicht gut. Weil du spielst ja mit der Zeit von anderen Menschen. Ja. Das ist ja die Scheiße dabei. Wenn du jetzt für dich irgendwas planst, dann zeigt mir nicht alles, ist scheißegal. Wenn Leute auf dich warten, ist kacke. Ja, genau das ist meine Ansicht auch. Ist halt kacke. Ja. Deswegen dachte ich mir, wenn du da hast, dann muss ich gucken, dass du da hinkommst. Danke, Fumi. Ja. Danke, dass du da so hinterher bist. Safe. Du sagst jetzt auch ultra safe. Ich habe mir das angewöhnt. Du hast gerade eben ultra gesagt in dem ja. Satz. Weil ich das von dir gelernt habe. Komm, toll. Direkt adaptiert. Ja. Gelernt. Von ganz oben ist sie gekommen. Und jetzt ist schon bei mir angekommen. Ganz unten ist angekommen. Auf die Frage auf der Messe übrigens von Leuten. Hä? Warum hast du nur so einen Anzug an? Weil ich sehr hässlich bin. Bin sehr hässlich. Und dann alle so. Okay. Die Business-Leute, ja. Die Business-Boomer, die es noch nicht gecheckt haben. Ja. Okay. Also ich sehr hässlich bin, brauche ich so einen Spiegel an. Hast du es wirklich gesagt? Mhm. Und die haben es nicht gecheckt? So. Ja, ey Mann. Naja, manche nicht, ne?
Jetzt musst du auch einen nice Stand annehmen. Ja, das muss mir aus dem Gefühl kommen. Das kann man nicht so rausballern wie Ultra oder Safe. Nice Stand muss so sein Feeling. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, triffst gleich deinen Typ und der sagt dir, ey, ich hab dir einen Deal klar gemacht mit einem Bauern aus Mallorca. Dann sagst du Neißenstein. Weißt du? Ja. Ich hab das gecheckt. Auf uns. Auf das Leben. Ich hab Manus Getränk mittlerweile. Ja. Hälfte Zucker hat es heller geworden. Ist jetzt so ein Eistee. Ja. Geil. Sieht aus wie eine Fernsehkulisse bei uns. Ist es auch. Ach, schön. So, wurden wir jetzt eingeladen? Soll ich das zahlen? Stimmt das wirklich? Castell, hast du uns eingeladen? Dann zahle ich das für uns beide. Ich vertraue da jetzt drauf. Musst du nicht. Ja, aber das hat sie ja gesagt. Okay. Ich vertraue dir jetzt drauf. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht sehen. Sonst schickst du Rechnung, ne? Ja, ich schick dir keine Rechnung. Wenn das so sein wird, musst du mich auch nächstes Mal einladen. Geht ja auch. Das, so macht man das. Ja, so macht man das. Man holt sich nicht das Geld zurück. Ich hatte einen Kumpel in der Schule, da habe ich das zum ersten Mal gehört und gelernt. Und da dachte ich, geil. Ich war mit ihm beim Rewe und er so... wir haben uns so ein Brötchen geholt, irgendwas. Mhm. Ich bezahle. Mhm. Bro. Beim nächsten Mal bist halt einfach du. Ja. Dann hab ich so gemacht. Beim nächsten Mal hab ich unsere Sachen. Ist okay, oder? Und das war toll. Ja. Toll. Ronny, ich bezahle. Du kannst dir doch Glöckchen sparen. Ja. Ich bezahle dir jetzt hier. Ja. War ein Haufen Subs. Vielen Dank, Castella. Ich glaube, das ist der richtige Name. Tut mir leid, dass ich hier so stresse, ne? Ich bin schuld, dass wir jetzt hier wieder los müssen und nicht hier noch eine große zweite Runde starten. Weil ich habe noch Termin. Termin 11 Uhr und dann um 12 Uhr steige ich ins BlaBlaCar. Und ich sag euch, Leute, schickt mir eine DM, dann schicke ich euch meinen Live-Standort. Damit die Zeugen für die Polizei sein können, falls was passiert. Ich will mir noch einen Saft schmecken. Ja. Also, ne, weil ich weiß nicht, was passiert. Kann das passieren in so einem Blatt? Das sind ja fremde Menschen. Ich gehe in ein Auto mit fremden Menschen, vielleicht bin ich der einzige Mitfahrer. Vielleicht nimmt er mich irgendwo hin mit. Ich kann das absetzen, habe ich gerade gelesen im Chat. Ich habe mir gar keine Quittung geben lassen. So ein Geschäftsmann bin ich. Bin der schlauste Geschäftsmann aller Zeiten. Aber weißt du was, dafür aber gutes Herz reicht. Ja, Mann, nach dem Staat all dieses Geld auch dann so vorzuenthalten und wegzunehmen quasi. Ja. Nein. Das ist egoistisch. Nein. Ich bin eigentlich auch enttäuscht, dass wir keine Königsfamilie haben. Die würde ich gerne bezahlen. Lustig, ne? Also, die würde ich gerne bezahlen. Ey, wirklich. Würde auf jeden Fall vieles, also es würde das System auf jeden Fall simpler machen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt besser oder einfacher, aber auf jeden Fall einfacher zu verstehen. Ja, man wüsste, wo das Geld hingeht. Ja, und die sagen, und was damit passiert. Ja. So, die kriegen das halt einfach und machen, was sie wollen. So, da weißt du nicht. Und dann sagt auch niemand was. Nein, weil die machen, was die wollen, so, weil das ist halt die Regel. Besser ist es. Ja. Lass uns doch irgendwie auch so eine Familie aus der Kür, Kieren, Küren. Können wir nicht auch so den eigenen Staat? Jetzt ist es soweit, Leute. Größten war mit Ronny Berger. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es. Ja. Was brauchen wir für unseren Start? Mr. Buenos Sanchez. Eigenes Geld. Okay, ich nehme ihn noch so ein bisschen mit und dann geht's los. Ich bin ready. Könige wären vielleicht gut. Hast du eine Chance auf einen guten König? Bewertungsbeleg. Ja, habe ich mir nicht geben lassen. Ich habe mir gar nichts geben lassen. Das Candy hat zugeschlagen. Ja, wirklich. Alter, ich habe ja richtig. Kennt ihr noch die Folge von den Simpsons, wo
Wo Barton, das ist ein Squishy. Wir sind jetzt gerade auf seinem Kanal auf Twitch. Achso. Aber ja. Kannst du mir das für deine Adresse sagen? Ich gebe dir beides. Mhm. Also ich bin Ronny Berger. Das habe ich schon. Genau, und also mein Kanal, wenn ich live bin, das heißt dann, das ist dann twitch.tv/Ronny Berger und auf TikTok habe ich da dein, ich weiß nicht, wer genau der ist, war das dein Sohn? Nee. Nein, mein Kollege. Okay. Ich guck mit meinem Sohn zu Hause. Ja, so, der kann das alles entziffern. Und dann gebe ich dir alle hier, das ist Krogi. So. Krogi oder Krogmann. So, da sind wir live gerade. Mhm. Und sein Kanal ist. Der Ronny, ne? Der macht ja alles Twitch. Fett. Der macht ja alles TV slash, ja, das ist ja so kompliziert. Heutzutage, jeder hat ja auf allen 1000 Plattformen. Ja. Und jetzt mache ich hier das einmal, wenn du das sagst, du kennst es nicht, dann schreibe ich hier das einmal aus und dann kannst du das Ganze in Ruhe angucken. Ich mache davon ein Foto und das ist gleich eine Visitenkarte, weißt du? Daraus mache ich Visitenkarten jetzt. Ja, geil. Aber mein Sohn kann den Würfel schon geschrieben. Yes. Das ist meine Visitenkarte. Kannst du alles nochmal aus... Ja? Ed Krogmann, ne? Ja, Ed Krogmann. Muss gleich fotografieren. Oder Ed the Krogmann. Nee, Ed Krog... Ja, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Sir Krogmann. So. Ja, willst du einmal auf? Ja, was mit deinem Handy machen, weil da streamen wir. Achso, ja, dann mach. Ja, oder kopier eben raus. Chat, kopier raus. Was? Nein, ich mach. Kopier eben raus, Chat. Ich mach, komm, ich halte jetzt hier. Warte, hier, das ist die Visitenkarte. Ich kann meine Zoom und gucken. Ja. So, haben wir. Danke. Danke. So, jetzt. Jetzt müssen wir los. Jetzt müssen wir los. Das war sehr lecker, das Brot, aber wir schaffen es nicht mehr. Okay. Leute, der Sohn kannte mich. Der Sohn kannte ihn. Ey, was machen wir? Lassen wir das so stehen? Ja, klar. Okay. So macht man das in einem Restaurant, ne? Ja, natürlich, wenn du bezahlt. Ja. Tschüss. Schönen Tag, tschüss. Tschüss. Oh, warte, dreh mal. Warte, komm mal her. Das ist der Himmel. Komm, wir sind im Himmel. Auferstanden. Und jetzt gehen wir langsam runter. Langsam. Guck mal, hier ist sogar so ein bisschen Feld im Weg und sowas. Wow, das ist der Bauernhof. Hab ich mir Angst, rückwärts runterzufahren. Sofort zu sterben. Also egal. Ey, das Brot war wirklich lecker. Ja, war super. Das war das Allerbeste. Wirklich. Einfach Brot. Das kenne ich aber aus Bäckereien. Rot ist einfach besser. So, jetzt geht's raus hier. Ja. Tschüss. 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 So, ab zum Auto. Hier war es aber auch. Ja. Hier war. War hier? Sicher? Ja, ihr habt eigentlich den Sauerladen. Sicher? Ich bin doch hier im Pfandleihhaus vorbeigekommen. Ja. Das war doch toll. Mega geil. Das war ein guter Tag schon. Ja. 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 Oder? Ja, jetzt schon gut. Free Candy. Hä? Ja, weil ich habe so viel Zucker gehabt. Ich habe so viel Zucker gehabt. Zu viel Zucker. Im Tee. Ja. Das, ich wollte ein kleines... Kennst du das nicht bei Zuckerstreuern, dass man eigentlich so einen Schwips macht und dann stoppen die? Das kennst du, komm. Ja, kenn ich. Und ich habe gedacht, das wäre auch so einer. Und ich hatte so einen kleinen Zwang in mir, diesen Moment abzuwarten, wo der Stopp kommt. Aber der kam halt nicht. Und dann war es halt zu viel. Aber das ist passiert, verstehst du? Ja. Ich habe gerade, der stoppt gleich. Ja. Ja, es hat nicht gestoppt. Naja. Nee, du hast sie arm gemacht, weil du alles Zucker verbraucht hast im Laden. Free Candy Van. Was ist Friendly? Was ist Free Candy Van? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Egal. Diese Handyläden immer. Ja, ist. Der St. Georg, jo. Jo. Warst du schon mal? Nicht in dieser Straße jetzt konkret, aber generell in St. Georg glaube ich schon. Ja, bestimmt, ist ja Bahnhofsnähe. Aber jetzt, also für jetzt war es Hammer. Ey, dieser Laden? Die war ja ultra nett. Das war toll. Nur die Tomate. Leute, lasst Finger weg von den Tomaten. Das ist mein Profi-Tipp an euch. Ich dachte erstmal, als du die gestern so reingebissen hast, für mich sah das im ersten Moment aus, als
würde dir da auf einmal auffallen, dass du doch keine Tomaten magst. Nee. So wie dieser Typ, so, der beißt so rein und du hast das für eine Konsistenz. Weil warum Leute ja keine Tomaten mögen, ist ja nicht wegen dem Geschmack, sondern wegen der Konsistenz. Weil die so, wie diese Bubble-Tea-Bälle so aufplatzen. Ja, das stimmt. Oder einen Zahl. Und ich dachte, du hast das in dem Moment erst so gecheckt, so zuerst mal Tomaten gegessen. Also. Ich liebe Tomaten, wirklich. Ich finde Tomaten richtig lecker. Aber die war so, ich versuche es mal zu beschreiben. Also ich hatte Sorge, ich hatte Last, die drin zu lassen im Körper. Die war einfach alt. Also das hast du ja, das ist ja keine Kritik an dem Laden. Wenn du, das kann halt mal passieren, ne? Also, ja. Ist jetzt nicht negativ zu verstehen, aber die war halt nicht cool. Aber ich hab's gegessen wie ein Ehrenmann. Ja, du hast. Aber du hast dich umgedreht. Ja. Weil vielleicht kommst du doch wieder raus. Ja, total. Was los hier, Chat? Sind die zwei in Hamburg oder Berlin unterwegs? Hamburg. Ja. Ronny, und gleich 700 Leute hier, ist doch gar nicht schlecht. Ultra geil. Würde ich dir empfehlen. Also war auf jeden Fall cool da. Ich habe den Namen wieder vergessen. Irgendwas mit Kös. Irgendwas. Was hast du? Kötz-Georgas. Jung! Habe ich von meinem Vater gelernt, das Niesen. Ja? Ja. Hat er dir gut beigebracht. Da steht das Auto. Ach, ist ja schon hier. Hier, da ist es. Geil. Direkt hier. Serhat. Ja, genau. Ja, ist doch gut. Ich hätte jetzt auch noch, eigentlich, also so vom Gefühl her, könnte ich jetzt auch noch 3 Stunden mit dir unterwegs sein. Ein bisschen mit dir auch? So, ne? Ja, weil wir gute Chemie haben. Wir haben eine gute Chemie zusammen, Ronny. Ja, die Chemie. Die Chemie passt. Die Chemie. Die passt doch. Ja. Aber ich muss ja auch arbeiten, ich muss auf die Farm. Ich muss wirklich noch, ich muss echt noch einen Stream machen jetzt. Ja, ich mach's wieder. Nee, ich war ja die Woche so beschäftigt und ich habe das schleifen lassen. Und ich muss auf die Farm. Wirklich. Ja, ich verstehe das total. Wenn die da stehen lässt, wisst ihr? Max Silas ist da. Gute Chemie. Hey, was geht ab? Gute Chemie einfach. Metallica hin drin. Ja, Metallica. Ey, Ronny, weißt du eigentlich, dass genau dort der Bassist von Metallica saß? Ich hab das gesehen. Das ist schon ein bisschen crazy, oder? Ich hab das gesehen und ich hab auch ein bisschen dann damit angegeben. Wenn ich Leuten gezeigt habe, wo du bist, dann sage ich, ja, guck mal, ne? Hier kennst du den, der ist von Metallica. Ja. Der war bei dem. Ja, und bei Rock am Ring wird das mit ganz vielen anderen Leuten auch so sein. Geil, da kommt Papa Roach und Contra K. Ich werde das angucken, auch live oder so? Ein bisschen auch live, ja. Ich werde nicht alles live machen können. Ich werde mir das angucken. Ja. Hat Ronny schon am Sitz gerochen? Wieso sollte er das tun? Haben wir beide irgendwann mal irgendwo dran gerochen? Ich weiß nicht mehr. Riecht so ein bisschen säuerlich. Ja, ich mach den ja auch nicht sauber. Nee, ich finde, es riecht sauber. Ja, es ist auch sauber. Also es ist ein bisschen, also ich bin ja kein Dreckmensch. Also sauer ist ja sauber. Ach so. Säure ist sauber. Ach, das wusste ich nicht. Ja? Also Sachen, die sauer sind, sind auch länger haltbar. Ja? Ja, ist so, weil da weniger... Kohlensäure hat weniger, ist sauberer als, Kohlensäurewasser ist sauberer als Wasser ohne Kohlensäure. Weil das halt Säure ist. Also ist Sauerstoff sauberer als Luft. Ich hab gelernt. Ey, so, ich gucke jetzt, wo ich hin muss, ne? Du musst einmal gucken, ob das Bild passt, Ronny. Ach ja, das gucke ich. Von Fenster zu Fenster. Ja, geil. Ja, ich weiß grob, wo wir hin müssen. Du hast mir das gesagt. Nee, du hast mir es eben gesagt, vorm Stream. Du hast mir... Ah ja, stimmt ja. Du hast gesagt zur Alten. Und das stimmt auch, was ich jetzt sage. Ja. Ja, genau. Gut, ne? Für den Chat jetzt denken alle, was hast. Ich erhalte. Ja. Und vorhin sagen die dann, was ist mit Krumm? Wie redet der über Personen? Aber wenn ich euch sage, das ist gar nicht eine Frau oder eine Person, sondern das ist ein Ort, dann ist es alles cool, oder? Dann ist auf einmal cool. Ja, genau. Muss man vielleicht echt sagen. Ja, Fahrradfahren habe ich wirklich immer ein bisschen Panik. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil dann haben die rot und dann denken die aber, die haben grün. Weil die einfach eine Rot-Grün-Schwäche haben. Fahrradfahrer? Ja, wirklich. Nicht, dass ich mag die. Ich habe nur manchmal Sorge, dass ich totfahre. Ich will niemanden totfahren. Du hast mit Fahrradfahren nicht so viel zu tun? Doch, ich fahre gerne Fahrrad. Wirklich. Ich fahre richtig gerne Fahrrad. Aber wirklich? Wirklich, ich liebe Fahrradfahren. Ich liebe auch Mountainbiken. Wir haben halt hier wenig Mountains. Aber ich liebe Mountainbiken. Ich liebe auch Skateboard fahren. Ich habe ein Skateboard hinten drin. Wir haben ein Skateboard zum Auto gefahren heute. Geil. Ja. Hier, willst du mein Skateboard sehen? Ja, will ich. Hier, du musst ich habe auch ein Skateboard. Du musst das holen. Das ist da unten. Du musst dich klein machen, das holen jetzt. Rüber jetzt. Rüber. Hol Skateboard. Ich fahr. Ich hab's!
Hier ist es. Jetzt anschnallen. Ist noch rot, Leute. Ja. Wir parken gerade. Schnall dich an. Schnall dich an. Wege zeigt uns an. Seht ihr das? Was das für ein Grip Tape ist? Das ist ein Slayer Grip Tape, Mann. Jetzt grün. Muss fahren. Okay, fahr. Okay, langsam. Oh, alles in Ruhe. Ja, das war jetzt gerne. Dann bin ich heute zum Auto gefahren. Ist das nicht schön? Cool. Ja. Du kannst das richtig, oder? Ey, ich glaube, niemand außer richtige Pros können das richtig. Leute, okay. Skateboard fahren heißt auf die Schnauze fliegen. Also, niemand kann, also, das heißt, nein, ich kann es nicht. Es gibt Leute, die können es gut. Ich kann es nicht gut. Aber ich kann dir Tricks zeigen, wo andere Leute sagen, wow, das ist mega krass, braucht dafür aber Zeit. Also, wenn du mir jetzt eine halbe Stunde gibst, dann kann ich dir bestimmt was Cooles auf, was zeigen. Also, was vorbereiten. Dann kann ich, ja genau. Aber ich kann dir nicht mit kalten Knochen und kalten Ich Muskeln, kann nicht sagen, mach mal Kickflip. Dann könnte es sein, dass es klappt, aber sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht klappt, ja. Genau. Aber wenn ich dich auf dem Skatepark treffe? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es klappt irgendwann. Weil dann bin ich ja schon warm. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also ich kann, oh, der gut. Ja, sorry. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja, ist verdreht. Ich habe einen Kumpel, den musst du auch irgendwann mal unbedingt kennenlernen. Gerne. Der ist Knirps. Knirps, okay. Der wohnt in Berlin. Ja. Der hat einen roten Fukuhila. Okay. Und der hat einmal so eine Serie gemacht, dass er gestreamt hat, ja, bis er halt einen Kickflip schafft. Ja, ja. Und der hat es nicht geschafft. Okay. Doch, 14 Streams hat er aufgehört. 14? Ja. Hey. Hey, ich lach nicht über dich, Knirps. Die Situation ist einfach nur witzig. Das ist Situationskomik. Das ist einfach geil. Das ist einfach eine geile Aktion. Also die meisten Sachen, in den meisten Sachen ist, ich weiß nicht. Das ist eine ultra geile Aktion. Okay, aber motiviert mich, wir machen wieder einen 365-Stream. Weil die habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das machen wir. Aber der ist wirklich cool. Der macht auch Musik. Der hat so, der macht auch manchmal so ein paar Loopstation-Streams und sowas. Ah, ja, okay. Und der ist total cool. Mit dem mache ich auch dieses Jahr noch eine Tour. Ja? Im Sommer. Was macht er? Zur TwitchCon. Ah, okay, Paris. Ja. Da haben wir letztes Jahr eine Tour gemacht und dieses Mal ja, fahren wir wieder. Aber ich sag noch nicht was. Ist noch geheim. Ja gut, TwitchCon hinfahren ist ja klar. Geil. Schuh. Und wie dann eine Woche oder was? Oder wie lange geht das? 10 Tage ungefähr, aber ihr wisst ja nicht. Ist nämlich öffentlich. Ah ja. Ja, ey, aber das ist das Geile. Du musst doch mal Dinge so langsam anschießen. Das mit Rock am Ring, dass ich mit dem Auto stehe, ist auch noch nicht öffentlich. Das ist auch noch alles geheim. Alter, okay. Was macht der Mann da? Bruder. Hallo! Wer ruft hier? Warum ist er gesperrt, Ronny? Da waren wir lang. Oh. Was ist mit denen? Warum haben die uns den Weg zugemacht? Soll ich mal Google Maps fragen? Oder kennst du Wege? Ja, dann kenne ich halt Wege. Aber da wollte ich lang. Also soll ich gucken? Nein, ich finde das. Okay. Ich fahre dann halt anders. Okay. Geht schon. Ja, aber genau, Knirps, richtig toller Typ und ihr würdet euch bestimmt auch safe ultra gut verstehen. Ey, davon bin ich überzeugt. Davon, du hast wahrscheinlich auch nur nette Leute in deinem Umfeld. Ja, safe. Sieht ihr mich überhaupt? Safe. Warum ist er gesperrt? Das will ich wissen. Westfalens zu. Ey, hier gibt's delikate persische Küche. Wir haben so viel vor noch, Ronny. Es gibt so viel zu erleben in der Welt. Oder? Wie lange fährst du nach Hause mit dem Zug? Ich fahre ja bei BlaBlaCar mit. Wie lange fährst du mit BlaBlaCar nach Hause? Wenn der dich nicht rippt. Weiß nicht genau. Wenn die dich nicht rippen. Aber machst du einen Livestream aus dem Auto? Das wäre richtig lustig. Schon, oder? Fremden, so. Schon, oder? Ich könnte, also würde ich alleine fahren, würde ich machen, aber nee. Ich muss auch mal entspannen, bis ich auch mal runterkomme. Ja, und das ist auch gut, dass du das sagst, weil das muss ich auch mal den Leuten sagen, weil das mache ich auch. Aber die Leute denken immer, wenn du streamst ja auch, wenn du on Feier bist so. Ja. Und ich mache auch Dinge, wenn ich on fire bin. Aber es ist, glaube ich, echt wichtig zu sagen, ey, auch ein Ronny Berger, auch ein Michael Krogmann, die brauchen auch mal Pause. Das glaube ich, das ist wichtig. Das glaube ich auch sympathisch. Weil sonst denken alle Leute, nee, ich muss immer machen, immer ballern. Ja, das ist so wichtig. Also, ja, weil sonst hat man die Energie nicht. Das reicht nicht. Genau. Aber es ist auch bei jedem anders so. Also, ich bin von manchen Leuten beeindruckt, wo ich das Gefühl habe, wie zum Beispiel bei dir habe ich immer das Gefühl, wie viel du am Ballern bist immer. Ja, aber das ist ja nur, was ich zeige. Und genau, das ist das. Das ich zeige ja nicht, ich sehe das. Und du denkst vielleicht, ich bin viel am Ballern. Ja. Und jeder denkt von sich. Aber es ist, glaube ich, wirklich so in unserer Branche, so, dass wirklich jeder von sich denkt,
boah, die anderen machen so viel. Ja, ja. Und ich, wie können die so viel machen? Woanders ist das Gras immer grüner. Ja, ja, ja. Nein, ach Quatsch. Immer happy sein. Ja, und einfach mal sein, so gucken, wie man das für sich braucht und nicht bei den anderen gucken. Du hast mich so nachhaltig beeindruckt, als du mir irgendwann vor... Ja, also wir haben jetzt ja bei der Gamescom erst kennengelernt. Das ist ja gar nicht so ewig her. Und irgendwann danach hast du mir eine richtig lange WhatsApp-Nachricht geschickt mit einer Anleitung, wie du hast mir Tipps gegeben, wie man streamen könnte. IRL, so, ne? Ja. Das war richtig. Und da habe ich gedacht, Alter, der Typ, das ist ja wohl unglaublich. Das war so nett. Das hat mich, da habe ich gedacht, okay, der Typ ist, der labert nicht rum, der ist einfach geil. Ja, das, ich habe mir die Zeit genommen. Ja, du hast dir wirklich, Herr Ron, jetzt wirklich richtig Zeit genommen und echt viel Text erfasst. Und das würde ich auch kleinschrittig erklären. Ich hatte dafür natürlich noch nichts umgesetzt. Das ist klar. Aber zurück am Ring werde ich es umsetzen, weil da brauche ich es, glaube ich, so, wie du es gesagt hast. Ja, also zumindest, es war auch so gedacht, so ein bisschen, also als Anleitung, was so geht, dass du das schon mal gucken kannst, dass wenn du dich dann irgendwie, also einerseits, dass du schon so anfangen kannst, so ein bisschen selber zu gucken und dann so weißt, wie die Namen, wie die Sachen heißen, ja, die mega. Du irgendwie suchen musst. Und dann aber vielleicht dann, ja, trotzdem dann dich nochmal mit irgendwem, der sich da so auskennt mit so Technik und sowas, so irgendwie fragen kannst. Max aber zum Beispiel. Dann, genau, Max. Aber du kennst ja schon so ein bisschen die Sachen und weißt, was so möglich ist und kannst ihm direkt sagen, das und das und das und das. Max, ich brauche einen Server zum Stream. Richte den ein. Das muss hier drin sein. Max hat ja sonst nichts zu tun. Nee, aber das war halt geil. Das hat mich einfach beeindruckt, weil, das kennt ja auch jeder und jede, es gibt nicht so viele Leute, die wirklich ernsthaft Lust haben zu helfen. Also die, weißt du, die sagen dann, ja klar, machen wir, bla bla. Ja. Aber dass dann wirklich echt eine lange Nachricht kam, die hilfreich ist, das ist nicht so selbstverständlich. Und dann habe ich mir überlegt, weil eigentlich habe ich auch immer, bin ich auch so drauf wie du, aber dann habe ich mich hinterfragt. Sag mal, bin ich eigentlich immer so hilfreich, wie ich denke, oder ist es Bullshit? Und auf jeden Fall hast du mich dazu bewegt, doch noch immer ein bisschen mehr drüber nachzudenken, wie kann man wirklich Leuten helfen. Finde ich, also fand ich richtig geil. Geil, das freut mich. Nee, ernsthaft. Ja, aber ich will halt, also ich habe das auch mir da extra dann Zeit genommen, das dann gemacht, auch wenn wir uns halt nicht so gut kannten so. Weil mir das wichtig ist, dass ich, weil ich eben nicht dieser, die es halt in dieser Social Media Welt so viele gibt, eben nicht dieser Typ sein will, der macht und dann auf nett tut und dann labert und so. Genau. Und genau, dann ohne Ende, und sich dann nicht die Zeit, und das dann wieder vergisst und das dann nicht macht und nee, so. Nee, war geil. Ich meine, ich vergesse genug Sachen, wo ich das auch nicht gemacht habe, so, aber. Nee, das ist, aber vergessen ist ja auch noch was. Also wenn du es wirklich vergessen wirst oder vergessen hast, dann ist es ja auch nicht so schlimm, weil das passiert ja nun mal. Ist ja klar. Aber du hast dir einfach da richtig Mühe gegeben. Hier gibt es wieder einen geilen Grill. Hier gibt es ja nur geile Essensmöglichkeiten. So, wir fahren auf jeden Fall grundsätzlich nicht falsch. Aber du müsstest mir wahrscheinlich gleich doch einmal Navi sagen, weil wir fahren richtig in die richtige Richtung, aber... Ja, ich habe das sogar schon hier geöffnet. Das ist, richtige Richtung. Genau. Du bist gleich wahrscheinlich irgendwann ein bisschen links, schätze ich. Ja. Ja, nee, dann passt es. Hier ist ein Musikbunker. Guck mal, das ist ein alter Bunker aus dem Krieg. Hier. Kannst du noch kurz sehen, da hinten. Und da sind Proberäume drin. Musikbunker. Ja. Geil. Das ist eigentlich eine gute Aktion. Aber leider kannst du da nicht reingehen, weil das ist alles ein bisschen siffig. Aber an sich ist eine gute Idee. Also hier ist so rechts und dann direkt nächste links. Ja, dann bin ich glaube ich wieder auf Track. Weil wir sind wieder in Wandsbek. Ja. Hier links. Erstaunlich, wie gut das Netz hier in Hamburg mittlerweile ist. Das geht echt ganz gut klar. Ja, also jetzt bis auf OMR, ne? Da ging halt nichts. Das war wirklich bescheuert. Ey, da waren halt 40.000 Süchtige. Das waren so 40.000 Internetsüchtige, die sich so jeden Datenbyte aus der Luft gegrabt haben, so wie geil, da ist wieder ein bisschen was. Ja, und alle wollten rein. Und das ging halt nicht. Da ging halt gar nichts. Du kannst ja doch nicht mal, du kannst ja sogar schlecht nur Text auch verschicken teilweise. Das war richtig low. Ja, also wirklich 5G halt angezeigt, aber läuft nichts. Vor allem also der Upload war ganz schwierig. Jo. Und das war wirklich ein bisschen doll. Low. So, Online-Marketing. Das ist die einzige Kritik, die ich hatte eigentlich gegen die Messe. Ja, aber das war auch geil. Wir hatten bei Rocket Beans früher auch mal Probleme mit dem Internet. Ich schmunzel gerade dabei. Da Florentin und Lars hatten dann, glaube ich, eine Sendung. Und da hatten wir auch kein Internet, da haben sie einen Song gesungen.
Der Internetsender ohne Internet, das war sehr witzig. Also ja, manchmal passiert. Ich glaube, ich kenne das sogar. Ja. Ich kenne das, ja. Manchmal passiert das. Kann man. Soll man sagen. Außer Adam, der konnte mit seinen 13 SIM-Karten streamen. Und sogar das, oder sogar Skyline TV mit seinen 13 SIM-Karten plus Messe WLAN hat nicht einen einwandfreien Stream. Ja, das ist krass. Also wie macht er das? Er hat wirklich 13 Karten. Ja, also er hat eine, also er hat eine Software. Ja. Er selber programmiert. Ja. Dann das Netz, die Datenströme von all den 3 SIM-Karten zusammen addiert. Ja, und von allen. Das heißt nicht nur, indem man den besten Empfang nimmt, ja, sondern quasi, der könnte sogar 13 Telekom-SIM-Karten haben und hätte 13-faches Internet. Okay, verstehe. Okay, verstehe. Ja, aber er hat verschiedene Anbieter, weil natürlich möglicherweise andere Anbieter in diesem Bereich besseres Netz hat als andere. Von manchen dann halt mehrere SIM-Karten, okay. Dann ja noch ein paar Spezial-SIM-Karten, die man nur findet, wenn man auf Google-Suche zweite Seite geht. Okay, und damit hat er sonst aber wahrscheinlich echt gar keine Probleme, ne? Also der hat wirklich schon von unglaublichen Orten gestreamt. Ich glaube, der hat sogar auch mal aus dem Flugzeug gestreamt. Der hat schon aus dem, what? Aus dem ICE im Tunnel gestreamt. Alter, okay. Also der hat schon an Orten gestreamt, wo man nicht dachte, dass das möglich ist. Er ist so der krasseste, ne? Was so das, die was Technik, diese Technik angeht, auf jeden Fall, ja. 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 Glaube ich direkt. Ja, coole Nummer. Ja, die waren ja auch da beim Twitch-Stand dann noch. Kurz, glaube ich. Ja. Ich weiß auch nicht, hat er den ganzen Tag von der Messe gestreamt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn halt nur an dem Stand gesehen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe da auch nur ganz kurz mit ihm gelabert. Aber Knossi habe ich auch verpasst. Ja. Nee, Knossi habe ich paar Mal getroffen. So, aber der war auch natürlich sehr belagert, muss man sagen. Aber er war immer nett. Also er war wirklich immer super freundlich. Und das fand ich beeindruckend. Ich fand das so geil. Sorry. Ja, weil an seiner Person zehren halt viele Leute, ne? Ja, ja, so. Da wollen viele ein Kuchenstück abhaben. Ja. Und ich fand das wirklich. Okay, jetzt ab hier kann ich dir ganz. Achso, ja, bist du auf dem richtigen Weg. Du fährst den Google Maps Weg, ne? Ich bin Google Maps Weg. Du bist das einfach. Ich bin der Google Maps Weg. Ich fand das so lustig, wie im Stream dann immer so Leute vorbeikamen von irgendwelchen Startups. Mhm. Hey, guck mal hier, ich habe hier so einen Ring. Und mit dem Ring kannst du kontaktlos bezahlen. Wie mit Apple Pay und sowas. Und ich dachte mir, du bist ja immer so unterwegs, das passt doch zu dir. Und wenn es gefällt, dann schreibst du uns. Und so viele solche Leute, die so vorbeikamen. Mich hat jemand angesprochen und meinte, rauchst du? Also von so einer Firma. Und ich sagte, ich rauche wie ein Schlot. Ich rauche alles weg, habe ich gesagt. So, geil. So richtig übertrieben. Ja. Und dann meinte er, warte, jetzt bin ich scheiße gefahren. Ja, geil, dann einfach gleich rechts. Ja, und dann meinte er, ja, dann trag dich doch hier ein Newsletter ein. Da habe ich gesagt, danke dir. Das ist mir zu kompliziert, das kann ich nicht machen. Trag dich für ein Newsletter ein, für die Raucher. Ja, echt so. Der Raucher-Newsletter. Den will ich lesen. Was raucht man denn heutzutage so? Ich bin wirklich hier rechts, alle geht nicht. Das ist Einbahnstraße. Mich würde aber wirklich, ja, da musst du glaube ich noch einmal rum und also mich würde wirklich interessieren, was dich zu dem Rauch angeht. Ob die dann so irgendwelche neuen Sorten reviewt haben. Das war 100%, nee, das war 100% von einer Firma, von irgendeinem Anbieter, also die dann wahrscheinlich dann einfach dir Samples geben wollen oder irgendeinen Scheiß. Die wollen einfach, guck mal, ich bin abgesoffen, weil ich sogar in die Kurve gefahren bin. Hammer, oder? Die wollen dich abhängig machen. Ja. Aber ich hatte halt gehofft, weißt du, warum ich so souverän geantwortet habe? Weil ich gehofft hatte, dass ich meinen Kollegen bei Rocket Beans, die Leute, die halt rauchen, dass ich denen halt irgendwie eine Schachtel umsonst schenken kann. Das war meine Intention. Weil ich auch ja nicht. Aber ich dachte, aber wer halt raucht, der freut sich ja. Und dachte ich, ich bringe dir was Gutes mit. Aber es war einfach komplett Fail. Kompletter Fail. Er wollte verkaufen. Er wollte nicht mal. Ja, doch. Für den Newsletter. Wirklich, das ist das Nervigste, was es gibt. Newsletter auch, ne? Ja, was ist das? Wirklich, habe ich auch im Marketing-Messe. Jetzt kommt ihr mit Newslettern? Was soll. E-Mails. Oh, herzlich willkommen in 2017. Mann, ich habe ein Informatik-Implantat im Hirn. Ich will kein Newsletter. Ich brauche die KI, die mir sagt, was ich machen wirklich soll. Wirklich, ich will einen Roboter. Wirklich, wo? Jetzt links, ne? Ja. Ja.
Weiß ich doch alles. Wie spät haben wir es dann? 11.03 Uhr, aber wir sind gut, das passt schon so. Hast du dich gemeldet? Ja, ich habe es geklärt. Der ist auch an dem Ort, wo ich hin will, auch in 10 Minuten ungefähr. Ah ja, dann passt bestimmt auch. Ja, das schaffen wir. Wenn wir uns jetzt nicht noch grob verfahren, aber eigentlich nicht. Ey, Hamburg, tolle Stadt. Danke. Toll. Ich bin großer Fan von den Parks in Hamburg. Hamburg ist schön grün und tatsächlich sauber. Also für eine Großstadt ist Hamburg echt sauber. Ja, Mann! Ja! Ich gucke mir heute auf der Father's Jerry Fragrance Video an von der OMR. Ey, ja. Ah, okay. Nee, ich. Du bist für mich die Power. So, du brauchst jetzt nicht angucken. Aber wirklich sauber. Vor allem, wenn du mal in anderen Städten rumläufst. Oder zum Beispiel in Berlin. Wo du ja, glaube ich, auch öfters bist. Ja. Ich glaube, du magst es ja auch einigermaßen. Ja. Ich finde Berlin halt ultra kacke. Ich bin da auch relativ häufig. Ja. Aber ich finde es halt kacke. Ich finde, Berlin ist wirklich keine schöne Stadt. Tut mir leid, liebe Berliner. Ich glaube, das sagen die auch selber so. Das ist nicht schön, Berlin. Das sagt, glaube ich, niemand. Also ich glaube, jeder, der sein Zuhause hat und da eine seine Nachbarschaft hat, wird sagen, ey, hier fühle ich mich jetzt wohl. Das verstehe ich auch. Das hätte ich in Berlin dann auch, wenn ich da leben würde. Das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich finde es einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch zu kleinstadtmäßig aufgewachsen. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich wünschte, ich könnte es anders behaupten, aber es ist. Berlin ist geil. Berlin ist geil einfach. Ja, das gebe ich dir. Das ist geil, das gebe ich dir. Das stimmt auch. Ja. Du erlebst auch viele freakige Sachen. Und in kleinen Dosen ist es auch interessant. So. Aber da immer zu leben, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich ziehe nach Berlin. Ja, mach das. Ich ziehe nach Berlin. Also ich bin ja jetzt erstmal umgezogen. Man muss mindestens ein Jahr irgendwo wohnen. Ja. Dann darf man wieder umziehen. Weiß man, wo du wohnst? In welchem Ort? Ja. Wo? Tübingen. Ja. Hast du, ja. Das weiß man, gut. Ja, da machen wir ja die Gondelfahrt. Ultra, so geil. Machen wir. So geil. Machen wir wirklich. Es gibt tatsächlich, glaube ich, nächsten Monat im Juni, gibt es, das ist auch ein lustiges Event. Da werde ich nicht dran teilnehmen, aber vielleicht werde ich mir das angucken. Das ist ein Stocherkahn-Rennen. Ach, geil. Das heißt, 200 Stocherkähne setzen sich da rein in den Neckar. Total überfüllt. Stocherkahn ist auch geil, der Name. Stocherkahn, ja, okay. 200 Stück mit irgendwelchen Spezialverkleidungen und sowas. Das Preis für beste Verkleidung, bestes Cosplay. Und für wer Erster ist. Bestes Cosplay. Und für wer Letzter ist. Letzter muss, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, irgend so ein Wurstwasser trinken. Ja. Oder, nee, so einen, irgendwie so einen Kasten Bier austrinken oder sowas. Und wer Erster ist, muss das nächste Stocherkahn-Rennen organisieren. Kannst du bitte als Kratos von God of War gehen? Und dann so stochern? Bitte, ich wünsche, dass du Kratos bist. Das wäre so richtig geil. Ich? Ja, du! Und dann muss ich wieder eine Glatze rasieren oder was? Ja! Gerade du solltest Kratos sein. Beim Stocherkahn. Wer sich weglacht. Ey, das wäre jetzt. Ey, Chat, ihr lacht auch bei der Vorstellung, das ist doch Hammer. Das wäre das Witzigste, Mann. Das wäre ultra geil. Ich bin da. Ey, und dann kannst du schön mit zum Peruka willkommen. Ja, also das ist ja. Mit dem Kostüm auch. Als Kratos. Ja, das ist doch geil. Ja, cool. Ja, aber ich weiß nicht genau, ob ich da mitmache, aber. Ja, weiß ich. Aber es ist so. Das ist auch so ein. Das geht auch mehr um den Spaß als um das Rennen, weil das ist so überfüllt. Alle fahren in ungefähr so 0,5 km/h. Aber es heißt wirklich Stocherkahn, weil du dich mit dem Stab wegdrückst vom Boden. Genau, ne? Genau. Du stocherst den rein. Das ist ja einfach auch eine geile Idee der Fortbewegung. Also sind die auch alle super langsam, oder? Das ist ja keiner flott. Hast du schon mal gesehen? Also sind die schnell? Also nee, die sind nicht schnell. Nee, die sind nicht schnell. Und weil das auch so überfüllt ist, dann verkanten die sich auch alle und kommen nicht so richtig voran. Und dann irgendwie so nach 2 Stunden so langsam geht es dann so los dann. Das ist ja ganz hervorragend. Also toll einfach. Macht das Spaß. Ist ja hervorragend. Das ist lustig einfach. Das ist einfach lustig. Ja, also eigentlich möchte ich dich da schon sehen, dass du da mitmachst. Eigentlich schon. Ich habe halt keinen Stocherkahn. Du brauchst halt einen eigenen Stocherkahn. Du brauchst einen eigenen? Ja. Hey Leute, hat nicht von euch einer in Tübingen einen Stocherkahn rumstehen? Das wäre mal geil. Ey Leute, sagt mal wirklich hier Bescheid, falls ihr einen habt. Ey, du hast doch so eine riesen Community. Die Frau vom Kös, die Frau sag ich schon. Der Sohn kannte dich. So. Ja. Du hast doch Leute, die dir Stocher kennen. Du hast einen Stocherkahn Imperium morgen.
Du verkaufst die morgen, die Dinger. Das ist so cool. Ja, wirklich. Du machst es morgen. Google das mal, Stocherkahn. Google das mal. Aber so, die sind wahrscheinlich arschteuer, oder? Ja. Das ist ein tolles Ding. Das sind auch tolle Geräte. Das ist ja ein richtiges Boot halt. Ja, wo ja, 20 klar. Leute drin sitzen können. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind so, ja. So eine Gondel halt, Leute. Ich fahr dich genau dahin, wo du hin willst, übrigens. Okay. Ich weiß genau Bescheid. Schreib mich nicht an. Ich weiß genau Bescheid. Okay. Okay, läuft. Ja? Ich weiß genau Bescheid. Okay. Ich lebe hier. Ich kenne das alles. Geil. Ja, ja. Das ist ja wirklich gut hier. Ja, ja, ja. Tübinger Stocherkähne sind Flachbrote, die auf den Neckar Tübingen durch Stocherstangen oder Starken, hier Stochern genannt, fortbewegt werden. Vom Bautyp her handelt es sich um eine Zille. Bautyp Zille. Was ist das? Ja, Stocherkahn. Okay. TV Total Stocherkahn Challenge. Ey, das ist auch so ein Stocherkahn-Rennen. Das könnte genauso auf TV Total auflaufen. Ja, das stimmt. Würde ich mir angucken. Aber ich muss sagen, wo du gerade so TV-Events ansprichst, ich habe es auch gestern schon bei Rockbeans gesagt, ich freue mich wirklich zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, noch nie habe ich mich so auf diesen Song Contest gefreut, weil einfach eine befreundete Band beim ESC mitmacht. Das finde ich einfach geil. Die waren ja bei dir am Start, ne? Ja, genau. Und das finde ich einfach, fahre ich hier lang? Ich fahre hier lang. Das ist besser für mich. Fahre hier lang. Ja, das finde ich halt geil. Und ist doch klar, wenn du Bezug zu einer Sache hast, dann fieberst du ja auch mit. Das ist ja wie mit allen Sachen so. Und deswegen freue ich mich, bin gespannt. Also keine Ahnung, ob die da was reißen können, das weiß ja niemand. Aber ich würde es dir zumindest wünschen, dass da ein bisschen was ginge. So. Ja, die sind auf jeden Fall cool. So. Die sind speziell. Sind cool. So, genau, weil die speziell sind, haben sie eine Chance, dass sie da nicht ganz untergehen. Genau. Ja. Aber was es denn genau in Punkten bedeutet, weiß ja niemand. Aber darauf freue ich mich. Aber wieder zurück zum Stocherkahn. Was gibt es noch für Events in deiner Nähe? In meiner Nähe jetzt gerade ist Frühlingsfest in Stuttgart, halt so Rummel. Ah ja, okay. Da wollte ich eigentlich auch von streamen, so, aber läuft noch ein paar Tage. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja. Das Ding ist so, ansonsten, was jetzt schon war, was aber wirklich geil ist, ja, hier rechts, ist, wie heißt es, wie hieß das denn jetzt, Dings, Fastnet. Was ist das? Das, was ähnliches wie Fastnacht oder Karneval. Ah, okay. Aber ich war dann in Tübingen da und die hatten alle so nicht so Kostüme wie in Köln, sondern so traditionelle. Die hatten dann so Holzmasken und sowas auf und so Holzschuhe und ach, geil. Sind da rumgelaufen und haben Leuten Konfetti in den Kragen gestellt und so. Ah, war ganz funny. Und das war ultra cool. Und die hatten so geile selbstgebaute Wegen. Und diese Kostüme und was sie dann da so für Show gemacht haben, das war wirklich cool. Es wurde viel weniger Süßigkeiten so rumgeworfen als beim Karneval, sondern es ging viel mehr um dieses, ja guck mal, wie viel Mühe wir es gegeben haben, um hier so richtig geil auszusehen. So. Ja, das ist cool. Fahr lieber geradeaus. Ja, ist besser? Ja. Weil da ist, vielleicht, da ist halt da, ne? Also. Ja, vielleicht. Haben wir woanders hin? Ja, okay. Ja, so ein paar Meter weiter noch, dann zu dem irgendwie so Tag. Ja. Okay, cool. Ich wollte nur sagen, dass da halt. Ja, okay, habe ich verstanden. Genau. Ihr merkt schon, wir haben geheime Sprache, merkt ihr das? Wir reden sonst nicht so. Man kann, also für jeden, der sich das interessiert, kann gerne auf mein Instagram gehen. Irgendeiner meiner letzten Posts sogar. Noch geradeaus oder links? Nee, eher jetzt so rechts halten. Rechts. Kannst du da auch, okay. Kannst du da ran? So irgendwie, aber ich kann ja auch irgendwie demnächst hier irgendwo mich rauslassen. Also ist jetzt nicht mehr weit. Ist jetzt hier eigentlich. So. Oder wenn. Ja. Du hast einen Standort? Ja. Ah, okay, verstehe. Einfach Bescheid. Also. Ja, soll mich dann einfach direkt dahin? Ist direkt jetzt gleich hier. So. Also, oder. Ja, dann lass ich jetzt hier raus. Ja. Ich lass jetzt hier einfach raus. Ja, geil. Okay. Easy. Geil, Leute, ich muss weg, Leute, tut mir leid. Ängstlich. Übrigens, ich habe ja geschrieben, Stocherkahn kostet ungefähr 7.000 Euro. 7.000? Ey, aber ihr könnt auch einen schäbigen nehmen. Ja, stimmt. So, Ronny, ich schmeiß dich hier raus. Mit Flex-Tape flixen. Ihr nehmt das weg. Sorry, ich wollte nicht, dass es sich hier so blastet. Ich wollte es dir noch einmal zeigen, dass du es einmal tief spürst. Wie so ein König, der sein Schwert wieder... Ich habe auch ein Skateboard. Also wir könnten eigentlich Skateboard zusammen fahren. Ey, Ronny, wir haben so viele Ideen. Komm her, Mann.
Ciao. Ah, das hat Spaß gemacht, Alter. Mal sehen, wann wir überhaupt eine von diesen Ideen schaffen. Wir haben heute gefrühstückt. Ja, das haben wir gemacht. Hätte ich auch nicht geglaubt. Du auch nicht, sei ehrlich. Ist das passiert? Aber wir haben, war auch 50-50 Chance, glaube ich. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja. Oder? Hast du alles, was du brauchst? Ja, ich habe es. Einen schönen sommerlichen Tag, meine lieben Freunde da draußen. Genießt die Zeit. Du auch. Genießt du auch die Zeit. Falls ihr nur bei mir sonst auf dem Kanal seid, folgt jetzt unbedingt Ronny Berger. Ja? Aber ich denke, es sind viele Ronny Berger Fans da gerade. Also, und dann müsst ihr auch mir folgen. Das ist so eine Win-Win-Nummer. Wisst ja, ihr? Einfach allen folgen, die cool sind. Komm gut nach Hause, Mann. Danke. Und wir schreiben, danke, ja? Danke, danke, danke. Wir schreiben immer mal wieder. Ja, ja. Das reicht ja. Muss jetzt ja auch nicht zu viel sein. Ja. Ronny. Tschüss. Ne? Sind ja keine Cousins. Cousins. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Leute. Jetzt kommt ihr noch 2 Minuten mit. Da mache ich den Stream aus, weil ich muss gleich streamen. Klingt paradox, ist aber die Wahrheit. Ich muss gleich den Farming Simulator streamen. Muss gleich arbeiten. Das hier war noch Freizeit, aber gleich startet die Arbeit. Wollte euch nur sagen, dass ihr Bescheid wisst, ja? Da muss ich differenzieren. Wie fahre ich denn jetzt hier durch? Nur kleine Straßen, auf die mich der Ronny hier geführt hat. Kleinste Straßen. So, ich mache jetzt hier den Stream aus. Hier an die Ecke. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders machen. Ich würde euch ja gerne... Warte, wo kann ich jetzt die Kamera drehen? Kamera drehen. Ich wollte mir auch noch was sagen. Und zwar herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Supporten und fürs... Oh, und fürs Quatsch machen. Ich mache den Stream aus und bin so nah, weiß nicht, in 20 Minuten wieder live. Dann mit dem Farming Simulator. Und ich kann leider nicht die Verbindung hier offen lassen. Das geht einfach nicht. Also, lieben, bis dann. Winke, winke. Tschüssi.